All righty, yeah, lekker los. Ja, mache je Hello. Hello. Hola. 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 ¿Cómo estás? Uh, muy bien. ¿Y oh, tú? Oh, wow. ¿Qué nivel de español es esto? Nivel básico. Ya. Ya. ¿Podemos uh, comer algo? <laughs> okay, uh, sí. ¿Hasta, hasta cuándo? Sentirse bien. Podcast. Sentirse bien. Yeah, <laughs> sentirse muy bien. <laughs> uh, Aber mein Problem ist, dass ich mittlerweile ich habe nur noch Ita italienische Leute in meinem Umfeld, mm, also okay. nicht nur, also es yeah. sind nicht alles yeah. italienische Leute. <laughs> yeah, Aber, Aber das Einzige, was ich höre, ist Italienisch. Mm -hmm. Und jetzt kann ich durch das auch kein Spanisch mehr. Ich kann, Italienisch kann ich nicht und Spanisch kann ich einfach nicht mehr. Ja yeah, gut. Aber yeah. ich habe es in der Schule yeah. und ich bin jetzt seit lang okay gewesen. Okay und jetzt nicht mehr. Nah. Das hat einfach aufgehört. Yeah. Das hat komplett aufgehört. Yeah. jetzt kriege ich auch konstant Vermischung mit Seniora, Seniora. Ja und, gut, das ist fast das Gleiche. Das ist ja, das Problem. Äh, ja. Bene. <laughs> Für mich ist Italienisch einfach Spanisch mit einem Akzent, weißt? Also ich kann einfach Spanisch reden, aber mit einem italienischen Akzent und die Italiener verstehen mich irgendwie. Aber das ist, das ist äh, ja. auch irgendwie, das finde ich mega spannend die sprachliche äh, Progression sozusagen mhm. ist, ist so gut wie alle Leute, die ich kenne, die Spanisch reden, mhm. können sich auf Italienisch verständigen und mhm. verstehen sie auch. Yeah. Aber alle, die Italienisch reden, haben keinen Plan für Spanisch. Yeah. Ja, ich glaube, es ist genau das Gleiche mit Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Oder? <laughs> Ihr versteht <laughs> die Deutsche, aber die Deutsche verstehen euch nicht. Genau. Ja, genau. Ja, interessant. Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst so, vor diesem Podcast, weil ich glaube, du kennst es ja. Nach einer Wille hört das Gehirn einfach auf, so auf eine Fremdsprache so mal zu denken. Ja, aber und, das das du äh, ja. bei mir vor drei Stunden. Also, <laughs> okay. also so. vielleicht noch, so nach einer halben Stunde geht mein Gehirn einfach auf und es ist so wie no. Also ich habe kein Schweizerdeutsch, ich habe kein Hochdeutsch. Du Rob Spence... <laughs> Hat es auch geschafft. Okay, ja, gut. gut, <laughs> ja, gut. Ich habe mega viel Respekt vor den Robs Bands. Ja. Nur wegen ihm habe ich mir noch traut, So wie, okay, wenn der Rob es kann, dann kann ich es auch. Ja. Eben, weil, du, weil du, der Rob hat irgendwie gesagt, ja, wahrscheinlich nicht mehr als 45 Minuten. Ja. Und irgendwie so nach einer Stunde 20 habe ich gemerkt, der, der will gar nicht mehr gehen. <lacht> <lacht> oh, ich okay, habe okay. noch, hab noch einmal eine Geschichte. Ist, okay, okay. okay, Rob, okay. Ja. <laughs> uh, yeah. Hashtag Love, ja. Yeah. <laughs> aber du hast, hast, hast vorher äh, eigentlich ausgesprochen: Ich rede immer Englisch mit dir. Mm -hmm. Und ich weiß nicht warum. Ich kenne automatisch immer irgendwie so. In, aber wenn ich mal eine andere Sprache kann, dann will ich dir reden. <laughs> ja. ja, ich glaube einfach, es ist wirklich in der, in der schwitzer so, yeah. Dass sie einfach, sobald sie hören, dass jemand anders so einen, einen Akzent hat, dass yeah. man automatisch wechselt. Und das nervt mich natürlich nach acht Jahren in der Schweiz, aber äh, ich meine, ich habe immer noch einen sehr starken Akzent, also kann ich es voll nachvollziehen. Yeah. Ich habe auch, äh, wenn ich nicht zu Basel bin, in verschiedenen äh. Kantonen, finden Leute auch Hochdeutsch mit mir reden. No way, mm -hmm. no way. Mm -hmm. sure. okay, dann fühle ich mich nicht so. Bist so du oder so? Und dann sagen sie, ja, wollen sie noch eine paar Papiertüte dazu. <laughs> ja, genau. Danke vielmals. Nein, danke vielmals. Aber es ist schon vorbei. sie haben sich entschieden und sie bleiben dabei. Sie bleiben da <laughs> Ja, nein, es ist einfach krass. Aber hey, also, acht Jahre bist du jetzt in der Schweiz? Ja, jetzt acht Jahre. Viert mhm. mhm. mir das? <lacht> <lacht> nein, nein. <laughs> Man fragt sich immer so, wo ist Miss? Schweizer pass jetzt. Ich glaube, ich habe genug Liter, oder? Aber hey, das um, finde ich, ist ja wenn in der Schweiz zu Ja, ja, ja nein. nein, eigentlich, eigentlich dieses Ereignis wird ähm, Teil von mis äh, Curriculum Migrantum. Maxi. Ah ja klar. Ja, ja, ja. ja. Wir, feel Good Podcast. Ja, Feel Good Podcast. Und das Weil, sagen sie. Will jeder Migrant hat einfach <laughs> das Curriculum Migrantum, oder wo wir bewiesen wollen, was wir so alles gemacht haben, um, um uns äh, zu integrieren. Yeah. Und äh, dieser Podcast wird definitiv Teil davon sein. Ja. Ich habe ja, ha, ha 18 Monate bei der UBS mal ein Praktikum gemacht, ich habe den Swiss Comedy Award gewonnen und ich habe bei einer der Feel Good Podcast Episoden mal. Ich und und wollte sagen, ein Swiss Comedy Award <laughs> hat ja <ihr> auch <laughs> schon recht <laughs> ja, helfen, so. <laughs> ja, so ein Spitzli, aber mm, mm, die Schweizer Behörde, ich es versucht, ich bin mit der Stein so mal gegangen und so wie. Where, where's, where's my uh, Swiss Passport? Und sie haben gesagt, es ist fake. Also wir machen die Schweiz keine Comedy Awards. Nein. <laughs> Nein. Man muss halt, halt warten. So mehr als zehn Jahre, glaube ich. Okay. Also du mhm. nicht an der e jetzt gerade. Also, also, schon, schon. Bist ich, du ich, 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 bin, ich bin dran, ja. Aber let's see. Warum Wo, bist du eigentlich in die Schweiz gekommen? Wieso, äh, weil mein Vater hier aufgewachsen ist, obwohl er Deutsche von der Nationalität her. Eigentlich wäre yeah. <laughs> Aber er ist hier aufgewachsen. Und ähm, als ich 12, 13 war, so haben sich meine Eltern entschieden, ja, es wäre gut, wenn sie hier ähm, unsere Tochter mal studiert. Mhm. Und äh, deswegen sind wir hier gekommen. Und studiert hast du? Ich studiert, also ich habe die Wirtschaftsmittelschule mal gemacht. WMS. WMS, yeah. FMS. Es hat je nach Kanton so viele ah, Jahre ja, ja, viel ja. genau die gleiche Ausbildung. Darum ja. sage ich Wirtschaftsmittelschule, damit man es checkt. Um, aber ja, das habe ich gemacht. Und nachher für zwei Jahre Praktikas. Und nachher, wenn ich sage, sie ist so wie, na, die Bürokratie, ich habe die Nase voll davon und jetzt, äh, I'm just living my life, having fun, nur Comedy, Musik, alle Art von Zugs am Mache. Yeah. nur nicht wirklich so ein Bürojob. Und wie findet das Ältere, wenn sie gesagt haben, wir <laughs> gehen in die Schweiz, damit ja. du da kannst studieren ich und ja. du sagst, hey, äh, äh, ich nein. studiere jetzt nicht. <laughs> ich studiere. Nein, sie hat mich voll unterstützt, yeah. ja, weil ich bin immer die Klassenstreberin äh, so gesehen in Mexiko wie auch in der Schweiz. Yeah. Und, also du musst es dir mal vorstellen, es ist so Soxie, als wärst du in der ersten Sekundarstufe mal g'si und nachher du nach Mexiko yeah. und ohne irgend Jahr zu wiederholen, hast du einfach weitergemacht, so die Sekundarschule. Yeah. Da, so ist es für mich g'si, so wirklich ohne Wiederholungsjahr, ohne Spezialunterricht für Deutsch oder irgend so etwas. Ich so ist, einfach. So, so, habe ich nicht einmal in der Schweiz geschafft. <laughs> no way. Nein. No, aber oh, sorry. Doch? Nee. Ich habe... Also ich habe fünf Jahre Gymi gemacht, Aha. bin aber nur in die dritte Klasse gekommen. <lacht> <lacht> ja gut. Und nachher, was hast du so gemacht? Und das war's dann. <laughs> das war's. Genau. Schulisch ist das dann gesehen. Okay. Also okay. Abgang ohne Abschluss. Ja. Yeah. Mhm. Aber jetzt, ich meine. Ich, all all die Diplom die, die ich jetzt habe und Zeugnisse sind ja gar kein Wert für mich so. ich, ich habe mir auch mir kürzlich überlegt wenn ich wenn ich das letzte Mal ein CV irgendwie geschickt habe Oho. also was ist einfach das ist, äh, du brauchst es einfach genau, nicht mehr. in unserem unserem Job ist das einfach nicht relevant Überhaupt <laughs> <Du> nicht. so viel Mühe für so ein verdammtes Blatt Papier und ja äh, yeah. hey und äh, wo, wo in Mexiko habt ihr äh, gewohnt? Also ähm, Also ich und meine Mom äh, sind von einer Stadt, die Querétaro heißt. Querétaro. Querétaro. Und das ist ganz im Zentrum des Landes, also ja. nebst Mexiko City. <laughs> Mexico, Cito. Mexico ja. City. Oh mein Gott. Und äh, nein, es ist nicht am Strand gewesen. So äh, würde ich komplett anders aussehen <laughs> Und ich werde nie hier hoch. Ja, yeah. <laughs> voll, 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 voll. voll. Das heißt, es das heißt, das hätte ja nicht gestört, dass die Schweiz kein Meer hat. Nein, nein, ich Ich das für dich sehe, ah, ich kenne das. Also, ich kenne das, ich kenne das. Kenn das, nein, voll, voll. Nein, aber es ist wirklich ein Kulturschock, äh, g'si, als ich hier gekommen bin. Von der großen Stadt, die, weißt du, Mexico City ist eine von der größten Städte der Welt, zu Kanton Schweiz. Ja. <laughs> yeah. Ja, das ist schon. Äh, das ist trotzdem noch ein Schock, g'si. voll. Wo, wo, wo sind Sie denn angezogen? Also wirklich in Schweiz, Schweiz. Ah, wirklich? <laughs> also nicht nur im Kanton Schweiz, sondern auch in der Gemeinde Schweiz. Ah, wow. Ja, nebst der Kirche, so fünf Minuten dem Gymnasium entfernt, von yeah. der Kantonsschule. Ja. Eben, weil also Schweiz ist auch für uns Schweizer so. <laughs> ja. Das, ja. ist noch mal, das ist normal. Das ist von, von Schweiz, ja, ja, das ja. ist anders Schweiz. Die, die Mecca von der Schweiz ja, ja, ja. Nein, es ist wirklich krass g'si. Und ähm, nach ein paar Jahren war es einfach too much äh, für uns auch g'si. so zu schweizerisch. Und yeah. äh, nachher sind wir nach Kanton Zug äh, gezogen, denn nicht wie Zürich ist, oder? Aber es ist ein bisschen offener, ein bisschen internationaler. Ja, mhm. viel Briefkasten. <laughs> ja, sehr, I don't know why. Sehr international. <laughs> viele Expats, die mit <laughs> rümmeln und gönnen. Äh, ja. Nein, ich habe sogar ein Praktikum Big Lenkor gemacht, dort in Bar und Oh. Jesus Christ, ich sage es dir, ich habe nichts gemacht, 1000 Franken schon mal bekommen. <laughs> Einfach den Mund halten. Ja, aber so, cool, okay. cool. Danke, danke Glencar. <laughs> ich, ich, jetzt, für jetzt verjört. Jetzt kannst du darüber reden. <laughs> ja, genau, genau, genau. Es ist vor sehr, sehr langer Zeit her ja. mhm. Und äh, wenn ich denn da äh, bewusst die Entscheidung ko, äh, eben äh, Bürokratie ist, ist jetzt meins? Um, es ist mir dessen bewusst, als ich fast das Burnout hatte. und Wirklich? Ja, ja. Ich bin immer die Klassenstreberin, ich wollte immer die Beste sein. Und nachher, während dem Praktikum, habe ich gemerkt, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Nur E-Mails geschrieben, so mit nervigen Kunden, so mal Gespräche versucht, mal zu führen. Mhm. Und diesen Verkaufsdruck, weißt du, dass ich Dinge verkaufen möchte? wo yeah. es die gar nicht so notwendig sind für die Leute, das hat mich einfach mega gestresst. Und ich meine, ich habe mich für den schlimmsten Ort entschieden, um es Praktikum zu machen, nämlich in einer Schweizer Bank, wo die Schweizer plötzlich sich ganz anders verhalten, wenn es um ihr, ihr Geld geht, oder? Und ja, das, das hat mich ja, zu der Erkenntnis mal geführt, dass ich ähm, es nicht brauche, <laughs> dass ich irgendetwas komplett anderes mache. Sollte ich. Ja. Und dann hast du einfach gekündigt äh, und gesagt. Ja, nein, ich habe einfach die, die zwei Praktikums mal beendet, so gut ich das kann machen konnte. Und äh, nachher habe ich einen Job als äh, Waitress, als Kellnerin mhm. so in einem mexikanischen Restaurant gefahren. Ah, wirklich? Ja, ja, ja. Und das ist mega geil, weil Jetzt kann ich so viele Tacos essen, äh, so wie ich will. Wann ich will. In Zug oder wo? In Zürich. In Zürich. Ah, in Zürich. Äh, Im Kreis 4. So, ganz ah, wirklich? Klar, La Taqueria hast du davon nicht. La Taqueria, warte jetzt. <laughs> in in Zürich Zür kennen wir nicht so gut mit den Mexikanern. Aha. Äh, Aber äh, das, das ist äh. wirklich im Kreis 4, also neben nebst äh, Bahnhof Jedikon. Ja. Yeah. So, 8 Minuten von dort entfernt. Ah, ja. Oder Kino Uto. Uto Kino. O ich sag dir yeah. das. Ne also, nebe dra. Okay. Es ist gerade okay. nebe ah, okay, ja. okay. Anyway, für, für alle, die interessiert sind. Die Webseite. Nice. Äh, In Basel gibt es Steinevorstadt und es gibt irgendwie drei Mexikaner nebeneinander. Schon? Ja. Wo irgendwie, was so... Ich glaube, die einen haben nicht gewusst, dass die andere eins aufmachen und umgekehrt. Und danach hat, sind sie hier in ihrem Projekt. Und dann ist wohl, <laughs> sind auf überall mexikanische Schön. Restaurants. Schön. Aber ich glaube wirklich, also, dass ich das Glück habe, dass die mexikanische Kultur irgendwie so im Trend ist. So mit Dia de los Muertos, Tag yeah. Toten und all der Art von Zugswil. Vor acht Jahren hat es nur in Zürich einen mexikanische Laden gegeben. Mhm. Und jetzt sind es so wie mindestens drei, vier, yeah. ohne die Restaurants mitzubauen. Zählen, voll. Ja, also. Ich, ich finde es eh, äh, find ja schön, dass das in, in der Schweiz passiert, dass, dass man medienkulturelle kulturelle Durchmischung kriegt. Mhm. Und, und es fällt immer beim Essen an. <laughs> ja. Aber es ist ja. so. Es, ja, ist es ist immer ist das erste, was du entdeckst, arbeitet irgendwie mhm. Essen von einem anderen Land. Und dann entdecken die Leute auf einmal. Dumplings. Dumplings. Dat zie je voor vijf jaar. Vroeger opkoop. En vroeger gibt het heel veel dumpling laden. Of momo's. En dat En, Und ich habe ja mexikanische Restaurants gesehen, ich habe mehr als früher. Früher <laughs> ja. hat es so ja. zu Basel eins. geh. <laughs> ja, ja ja nein und vor allem äh, alle sagen ja die Chinesen sind überall, die Chinesen sind überall, aber nein wir Mexikaner sind eigentlich überall, weißt du, wenn du darüber <laughs> Also ja, bin ich äh, sehr stolz drüber. und äh, es hat auch seine Vorteile definitiv, weil jetzt bin ich die einzige Comedian in der ganzen Schweiz, die äh, Comedy Shows auf Spanisch gemacht, macht yeah. und äh, Hey, ich sag's dir, die Unterstützung von all den Mexikanern und mexikanischen Restaurants ist so groß, yeah. dass ich jetzt einfach es Ort habe für Zürich, für Basel, für Lausanne und Genf mal gefunden. Yeah. Und dort mal comedy Shows mal machen. Also mir Latinos, mir Latinos, äh, ja, haben schon Lust, es, Lust, auf Comedy Shows. Es gibt da ein die, jetzt weiß ich nicht mehr heißt, es gibt da äh, mexikanisch ich mal sie ein Netflix Special geschaut, wo es ist an, wo man sieht, wie er eine Europa-Tour macht mhm. und, und dann in die USA geht. Und mhm. er spielt wirklich irgendwie in Amsterdam und mhm. das können auch dort hunderte von Leuten, mhm. weil sie einfach alle von der mexikanischen Community <laughs> <Ja>. wissen, dass <laughs> ja. der kommt ja. und sagen, da gehen wir jetzt schauen. Und darum ist es zuerst ist so ein so eine Doku über ihn, wenn er an diesen verschiedenen Orten spielt. Und dann als effektiver Special ist, ich glaube, Mexico City. Ah, Franco ist Camilla? Nein. Sag Zeig schnell wieder, uh, gib mal auf, Franco Escamilla. <laughs> Oder ja? Julio Iglesias, also. Franco Escamilla. Ja, der. Ich ist es der, der, der? Ja. Ja, ja, der ist. Yes. Der, er hat sogar in Japan einfach eine Comedy Show auf Spanisch gemacht. Und, äh ja, und ich habe es dann mit Untertiteln geschaut und, yeah. und also klar, Special Special an sich habe ich nicht so spannend gefunden. Mhm. Aber der ganze Doku-Teil <laughs> sehr geil. Gesehen, <laughs> weil es ist eben, der geht nach Paris, dann in Amsterdam und, das ist, ja, dort, nein, und es ist Es ist mega krass. So. Wie, wir sind Latinos Also, äh, diesen Sommer zum Beispiel ist ein venezolanischer Venez Comedian mal mhm. Und äh, sie haben mich gefragt, ob ich sind support Supporter, mhm. so also, kann weil ich die einzige bin, die mhm. Comedy auf Spanisch gemacht und ich habe so wie also ich habe von ihm noch nie in meinem Leben irgendetwas gehört, aber ich war so wie ja voll, anscheinend mhm. Dude 4,4 Millionen Followers auf Instagram, weil er in Venezuela so eine Late Night Show mal kann. Wow. und er hat auch es Tour in Europa mal gemacht und als in Zürich yeah. mal veranstaltet und es ist so, wie, wow, okay. Und das sind mega viele Leute gekommen. Ja, viele von Venezuela auch Und, und äh, wie, wie ist das mit der mexikanischen Community mhm. in der Schweiz? Mhm. Äh, ich ich höre das von vielen, äh, ich sag jetzt von vielen Nationalitäten, die denn irgendwie, die treffen sich dann auch immer irgendwie. Die irgendwie ja. organisieren sie sich. Dass sie dann, dass sie dann ihre, ihre Special Nights haben, wo auch immer, und dann haben sie irgendein Raum gefunden und dann treffen sich dann alle. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich bin nicht so aktiv wie der Community, dass ich sagen kann, ja, wir treffen uns immer einmal im yeah. Monat. Aber ich weiß davon bescheid dass es immer wieder irgendetwas gibt. So Mariachi-Abig ah, oder wirklich. einfach mexikanisches Buffet-Abig. Also es gibt immer. Oh, das können wir schon von dir schauen. Ja, ja, manchmal. Also es ist halt noch schwierig. Ähm, manche Latinos in der Schweiz mal zu erklären, was es Open Mic ist, oder? Wie yeah. Dieses Konzept von Stand-up Comedy ist ziemlich neu überall auf der Welt, oder? Habe ich den Eindruck, oder? In yeah. der Schweiz ist es auch etwas Neues. In Mexiko ist es auch eigentlich etwas Neues, aber ähm, ja, es ist sich halt am entwickeln. Yeah. Äh, ja. Sie mit manchmal, aber nicht immer zumindest aus yeah. wie, wie bist denn du zu Stand-up Comedy co? Ich habe angefangen, so Netflix-Comedy-Specials mal anzuschauen. Yeah. Und äh, will ich schon mal Theatererfahrung hatte, habe ich voll denkt, so wie, ah, das könnte ich auch machen, oder? So voll yeah. die, die naive Einstellung. Und ähm, als ich, das, äh, als ich äh, Jim Gaffigan entdeckt habe, habe ich mir denkt, ah, das will ich auch machen. Also wie dir war der Michael Mittermeier, gsi, oder? Ja, yeah, also so effektiv Stand-up, den ich gesehen habe mm. mit irgendwie zwölf und ich habe das Gefühl, der, der redet für mich. So. Ah, okay, okay. Nein, für ah, sorry, was? Ja, für habe ich, ich habe es auf dem Fernseher gesehen. Ich habe also gedacht, der macht das wie nur für mich. Ich habe das Gefühl. Also, <laughs> ah, weißt, so, eine, ja, so eine Connection. Genau. Ja, ja. Also, und also, dort habe ich dann den Traum gehabt von einem Solo-Programm. Von das will ich auch. Ah wow. Krass. So. will vorher irgendwie Otto, kennst, kennst ja, du? Ja, ja, kenn also, kenne ich. Der Otto, der, der habe ich mit Sex irgendwie gelost und seine Filme geschaut und so, aber dort hätte ich nie nie mehr vorstellen können, dass ich also etwas mache. Mm. Weißt, und irgendwie mm. bei mit der Meisterin so gesehen, ah, irgendwie, vielleicht, ich glaube, ja. ich glaube, ja. Ja. <laughs> ja. Und dann und, äh, und sind äh, eben so aus, aus dem äh, englischsprachigen Raum ist dann, ist dann sehr bald äh, Conan O'Brien wo nicht Stand-up macht, aber wo auf irgendwie wird. Yeah. So, einfach das comedy das, macht. Genau, das, das Comedy-Verständnis dafür. Äh wo, wo mir getroffen hat und, und uh, Ricky Gervais und also es ist dann irgendwie Dennis halt der Riesenwald aufgegangen. Will ja. der erste auf Englisch ist eigentlich der Eddie Murphy gesehen. Eddie ah well uh, he is the classic one, oder? the the legend, ja, the, the icon. Ja nein also ich habe alle die Netflix Comedy die Specials von Jim Gaffigan mal gesehen und ja. ich dachte mir wie ist es möglich da, dass dieser Dude einfach für mehr als eine Stunde nur über Bacon redet? Ja. Und ich lache mich so kaputt vor allem, was er erzählt und wie er es erzählt. Yeah. Also habe ich denkt ja, das könnte ich auch mal versuchen. Aber ich war noch 17, ähm, also konnte ich immer noch zu keine Bar mal gehen, so yeah, yeah, yeah. Und, <laughs> und ich habe immer so im Internet recherchiert, so nach Open Mics so oder derart verzug und ich habe nichts gefunden. sind haben nichts Ja, und darum da habe ich mir gedacht, okay, ja, yeah, well, dann. Ich, ich habe einfach die Idee mal verschoben auf die Seite da. Und äh, nachher ist der Ahmed, Bilge, mhm. mal äh, Nachtzug. Er hat das Comedy Show mal gemacht. Und ich habe ihn gefragt: Hey, ich würde auch das gerne machen, mhm. wie kann ich anfangen? Und äh, er veranstaltet immer wöchentlich seine englischen Open Mics. Yeah. Also, so habe ich im Sommer von 2019 angefangen. Ja, yeah. weil, weil mit, mit äh, den de englischen Open Mics, mhm. die Ahmed gemacht hat, sind dann auch deutsche Open Mics dazugekommen. Also zum Beispiel Contiki Zürich, wo sie dann gefunden haben, ah, okay wenn am Dienstag Englisch ist, dann machen wir am Montag noch auf Deutsch mhm, und, mhm. Äh, und dann hat irgendwie eben gerade so gerade so vor Covid ist ich glaube irgendwie jede zweite Bar an der Langstraße auf einmal eine Open Mic gesehen. Ne? Ja. <laughs> <laughs> ja wirklich. So und dann hätte äh, sich das eben auch so einfach können äh, entwickeln. Entwickeln. Und jetzt ist es mega geil. Also jetzt könnt, wenn du mit Standup kann man die anfangen, willst, in Zürich da hast du jetzt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten yeah. um mehrmals in der Woche mal aufzutreten als Trainer. Ja. was ich mega geil finde. Eigentlich. Absolut. Ja. Also ja. es ist, ist, ist es ist ein Traum. Mhm. Mhm. Weil ich, ich habe jetzt gerade einen Post gemacht, dass ich vor zehn Jahren meinen ersten Auftritt. Gehabt. Oh, wow. und, äh, und mein erster Auftritt war auch bei einer offenen Bühne. gesehen Offene Bühne für Komik. jetzt <laughs> no, okay, du kei, kein Open so Mic gesehen. So weil ein Mic hat es nicht gehabt. So, Lesebühne für lustige Texte. Ja, aber es ist bei dem <laughs> still. Und zwar, also, es hat kein Mikrofon gehabt. Du bist auf der Bühne gestanden und hast einfach geredet. Oh. Äh, und also, es ist eh absurd. Dort habe ich den Charlie kennengelernt. <laughs> du, du bist jetzt moderiert. Der Charlie hat den Auftritt hatte, äh, ich hab einen Auftritt aber was sonst noch da performt worden ist? Mhm. Einer hat ein Kasperlitheater theater gemacht oh, wow. und ist durchs Publikum gelaufen. <laughs> Er so, okay. hat so Leute mitgenommen an der Hand und hat gesagt, wir machen jetzt Kaspari und weisst also, äh, du... auch eine Zeitlimit? Ja, äh, ja, ja. Okay, ja. Ja, okay. Ja. Also, ich glaube, ich hatte zehn und ich habe sieben gemacht. Mit okay. mehr habe ich nicht, weisst <laughs> so. so. That's it. Yeah. Okay. Und, äh, und, und das war auch so ziemlich das Einzige, gewesen, was man machen konnte. Mhm. Mhm. Und, und dann habe ich mit, mit der Premiere... 80% vom Material von meinem Solo-Programm habe ich noch nie vorher gespielt. Uh, also ich habe so viel Respekt vor die, die Comedians, die das machen. Ich checke das nicht, weil es gibt mega viele erfolgreiche Comedians in der yeah. Schweiz, die nie open Mics gehen und einfach ein Solo-Programm machen. Und ich bin so, Bro, wie macht ihr das? Weil es <laughs> früher noch nicht anders möglich <laughs> ist. Oder? Ja, 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 ich meine, jetzt kann ich auf Open-Mikes ja, ja, arbeiten. Ja, ja. Und was du natürlich machen kannst, ist, wenn du schon. Äh, einen gewissen eine gewisse Grad an Bekanntheit hast, dann kannst du halt auch Tryouts machen vor deinem Solo-Programm. Okay, ja, yeah, yeah. Und ich denke, so, so drei bis fünf ist eigentlich ideal. Mm -hmm, für mm. mich. Mhm. Das so, du kannst mal schauen, wie das Ganze so zusammengesetzt funktioniert, mm. dann kannst du noch ein bisschen Anpassungen machen. Wow. Und, okay. und dann geht es damit Aber das ist damals auch nicht möglich gewesen, <laughs> ist wirklich Die Premiere war gesehen <laughs> Uraufführung. Mm -hmm, mm -hmm. Und von diesen 80%, wie, wie gut ist es hey, das ist das Publikum? Ähm, es, ist halt, es ist halt wie noch etwas anderes. Es ist, es ist nicht vergleichbar mit dem Comedy-Programm, das ich heute mache. Mm -hmm. ähm, ich behaupte, es war nie langweilig. Ah, okay. Es war nicht immer lustig. Gese. Yeah. Aber ich habe zum Teil auch noch nicht eigentlich nicht bombt im Sinn von, da erzähle ich jetzt etwas und da müssen wir lachen. Mm, sondern okay. es war mehr gesehen: Hey, ich erzähle euch einfach etwas. Und ich erzähle euch etwas an. Ah, und irgendwann, oh, oh, da haben wir jetzt gelachen, cool. Also weißt du, es war mehr das gesehen. Ah, okay. ich, ich habe einen Regisseur dazu genommen, Manuel äh, Weingartner, mm. der Gardes Duvert. Und <laughs> er hat so. Der Text, ja. den ich geschrieben habe, vom einen, hat er so Strich gemacht im Text. Und ich so, was sind die Striche? Ja. Und das sind Lacher. <laughs> okay. Und ich so, ha, ah. weil ich habe ich so einen Text geschrieben, wie ein Essay. Oder? Yeah, ich so, yeah. ah, ich mache jetzt eine Nummer über das. Und dann habe ich das öfter alles so abgeschrieben. Uh -huh. Und ich habe nicht gewusst, da sollte Lacher sein und das ist. «Intended ah, okay, as Joke». okay, Du hast es dir einfach nie so, so ich hab, vorgestellt. Ich habe wirklich so Lebensgeschichten erzählt. Und dann hab ich habe so gewusst, okay, das finde ich eine lustige Geschichte und das finde ich eine lustige Geschichte. Und mhm. äh, darum sage ich, ist es eigentlich gut angekommen, äh, bei der Hälfte. Okay. Die andere Hälfte hey. ist nie mehr gekommen. <laughs> nie mehr gekommen. Nein, aber das war halt so ein äh. Stammpublikum von dem Theater. Aha, und aha. Und dann kommt einer und ich bin Mitte zwanzig und es war super primitives Zeugs, wenn ich das erzählt habe. Und dann ist es so aha, aha, aha. alienating. Yeah. Ja, yeah. <laughs> Ja, nein, also ich merke auch, dass sehr viel von meinen Comedy einfach aus P Pussy Jokes mal besteht, oder anstatt Dick Jokes einfach <laughs> yeah. Pussy Jokes, oder. Yeah. Und ich habe vorletzten auch Leute gehabt, die einfach aufgestanden sind und einfach gegangen sind, oder yeah. das too much ist für sie, dass ich über so wohl Zeug rede, Aber hey. It's part of the job, gell, so as comedian. Ja, und ich, ich habe das Gefühl, ich Gefühl, mit dem, mit dem fährt man an, weil das ist ja auch irgendwie privat, das, was du am, am meisten und, und am schnellsten machst vor eigentlich Kind auf, oder? Yeah. Zum Teil weiß ich gar noch nicht, was ein Dick oder ein Pussy <lacht> genau <lacht> ist und yeah. kann. Aber uh -huh. du, du machst schon Witz drüber. Yeah. Es ist einfach so, Sex ist das perfekte Thema, um sich darüber lustig zu machen. Oder weil es ist eben privat, yeah. grusig, peinlich, aber auch toll, aber auch ja. yeah. es kann mega gut sein, aber auch Katastrophe werden. Also. Yeah. Ich finde es einfach vom Thema her sehr gut, aber man muss auch lernen, so einfach Clean Comedy mal zu machen. Und daran muss ich noch schaffen. <laughs> yeah. Ja, und darum finde ich das dann, das war für mich dann die große Challenge. Mm. so Mit dem zweiten und dem dritten Programm. Und so, mittlerweile habe ich eigentlich glaub, ich hab gar keinen Sex mehr. So, <laughs> und zwar will es mich jetzt äh, zum, zum Machen, äh, Langwild ist das falsche Wort, aber weil hm. aber ja, ja. ich die Challenge anders suche. Wenn ich denke, wie kann ich das lustig machen? Mhm, Darum mhm. ich auch, bin ich auch ein großer Fan von Clean Comedy. Also, eben zum Beispiel Jim Gaffig. Ja, nur Clean ist, 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 ist super faszinierend wie der ein Programm nach dem anderen hauen mhm. Und es ist eben food-related oder so. <laughs> immer, immer. Oder über seine Kinder. Und, und <laughs> Pale. Und, äh, aber er hat einfach so, so Themen und da kann sie immer weiterziehen. Mhm. Und, und es funktioniert. Und, und ich denke dann immer so, das ist eben auch eine Leistung, die. Ich glaube, die Leute, die Leute zum Teil gar nicht verstehen, was für eine wahnsinnige Leistung das ist. Ja. Oder? Weil, Schon nur mit, 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 mit mal Fuck und. Äh, und ja, es die Schimpfwörter sind auch einfach auch Tools, um genau. eine größere Reaktion zu Genau Du kannst schnell mal etwas generieren. Mhm. Und, und dann äh, siehst du, äh, ein seinfeld, äh, wo zu seiner Zeit als ein von den wenigen, das nicht gemacht hat, äh, wo dann andere das immer wie mehr gemacht haben, auch gesagt, ich mache das immer noch nicht. Und <laughs> es hat es trotzdem funktioniert. ja, yeah. yeah. nein, also für die Comedians, die nur clean Comedy machen, äh, habe ich auch mega viel Respekt, aber ich bin noch nicht auf dem Niveau. So, yeah. Nein, aber also, um, um das geht es ja nicht. Es, mhm. es geht ja mehr um Challenge. Genau, ja. und da um zu merken, ah, was ist jetzt, was ich jetzt mit dem Publikum? Ja. Yeah. Ja, auch. Also, kein Problem mit Dickjokes äh, zu machen, wenn ich merke, das finden sie jetzt mega lustig. Also, ja. <laughs> ja, ja, man muss sich auch anpassen. Aber das finde ich in der Schweiz noch, noch ein größere Challenge. Oder? Weil das, was in Zürich funktioniert, funktioniert auch nicht unbedingt gut in Basel oder irgendwo yeah. so Ja, aber ich habe <laughs> das Gefühl, dass drum die Schweiz ein mega guter Ort ist, um Comedy zu dass, mm. dass man wirklich so alle Tools... Kann man in der Schweiz lehren. Mm -hmm. Das habe ich, das hab ich ja. mal dem Matteo gesagt, das ist unsere Running Gag, weil er so hat, Weiß, ich will irgendwie, was hat er gesagt, Road Comic. So wirklich irgendwann mal auch in den USA und dann auf einmal da, und so, oder? Ja. Mhm. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, <laughs> Alles, was du, du willst machen, kannst du in der Schweiz machen. Es ist wirklich yeah. Road Comic. Und jetzt immer wieder, sch schreibe mal so ein SMS, wenn ich irgendwie wieder den Namen gesehen bin. Road Comic. <lacht> <lacht> ja, von Zürich bis nach Badragats, bis nach genau. äh, Arau. Ja. Ja, nein, also ja, wenn, ich, wenn ich in der Schweiz nicht aufgewachsen, glaube ich, hätte ich mit Comedy gar nicht angefangen. Ah, ja? Also, schätze ich es eigentlich mega, dass das Schicksal mich einfach so hier gebracht hat und ja, dass die Comedy-Szene hier mega wächst. Und ist auch unterstützt, oder? So yeah. die Newcomers mit SRF 3 und all der Art von Zeugs. Also, ja. Yeah. Ja, weil das, das ist auch so etwas, mhm. was ich... Du hast vorhin erzählt, du hast den Stein. Ja, den Stein <laughs> yeah? und den Bebis. Du hast einen richtigen richtig Award in Form von einem Stein. Ich habe so ein Blatt Papier gekriegt. Das ist eigentlich der gleiche Preis, den ich gewonnen uh habe. -huh. Halt einfach fünf Jahre vorher. Uh -huh. und, äh, und es schafft. So es schafft ja. so ein kleines Plakat. Ja, ja, ja. Und das hat sich, hat sich extrem geändert. Ja. Ja, gut. Es hängt auch der, von der Zeit davon ab, oder? Weil äh, vor Sparta kann ich mal klicken, oder? Auf die offizielle Website der Swiss Comedy Awards, oder? Mhm. wo sie ihre Winners mal mhm. Liste haben. Und das ist mega lustig, wir sehen die haben, so wie 2018, 2019, nachher absolut nichts, mhm. nachher 2022. Also ich, ich bin schon verschwunden. Ah ja? ja. Was? <laughs> ja. Also ja. Kannst, ja. auf, kannst du mal auf Swiss Comedy Awards sitzen? <laughs> das, das, das finde ich mega lustig will. ich kann nur, also der Stein ist das einzige was ich noch habe der beweist dass ich mal gewonnen habe das geht ja nicht ja, 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 Winners kamen ja. auf Winners Winners und nachher das sieht man noch den Matteo der von yeah. 2019 hat. 2022 2020 <laughs> und ich habe im 2020. 2021 gewonnen, also sie haben Jahr. Wegen Corona. Einfach total. <laughs> weißt du? Ja, 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 ja. Sad, sad. Das ist mir mal, das ist mir meinen Album gerade geschrieben. <laughs> Nein, <laughs> ja, wirklich? Das 21 existiert davon nicht. Ich existiere weil einfach nicht. Weil sie keine sie kei Award-Show gemacht haben. Aber du hast, du hast den Talent Award dann gewonnen. Das heisst, ja. eigentlich musst du nur du allein. Nur ich <laughs> kann <laughs> <laughs> alleine sein. Also es ist auf drei. Du musst beim Best 21. Talent. stehen. Voll. Das wäre noch geil. Das wäre noch geil. Das äh, müssen wir schon auch. <laughs> Yeah. Ja. Äh, <laughs> Klingtwege. <Anerkirge. lacht> ja. ja. Aber hey, es sind es sind kleine Anerkennungen, die einfach einen pushen und äh, das schätze ich schon mehr. Hast du etwas gemerkt nach dem Preis? Um, also ich würde einfach zu zwei mega coolen so Humorfestivals mal ich lade oder die mhm. Arosa Humor Festival und das Zelt. ja yeah. Aber nachher ja, ist nicht mehr Größeres passiert. Also, yeah. ja. ja. Das habe ich, hab ich ein bisschen gemein gefunden an dieser Covid-Zeit, dass halt mhm. einfach weil, ganze, äh, das ganze Business eigentlich. Stillgelegt gesehen dass das halt gar nicht so einen Impact hatte. Ja. Ähm, weil halt einfach gar nichts drumherum passiert ist. Ja. Weil im Moment, wo du einen Preis kriegst, werden die Leute aufmerksam und dann sagen sie, okay, komm, komm zu uns go spielen, mach das, mach das. Mhm. Und man hätte gar nicht können spielen können. <laughs> also, eben, September 21 mhm. und nachher ist der zweite Lockdown gekommen. Äh, nein, was jetzt. Das war das, vorher. Das, das ist, yeah. das, das ist letzte, ja, das ist auch eine schlimme Saison. <laughs> Ja, ja, also, ja es war nicht in dem besten Moment, als yeah. ich gewonnen habe. Aber, ja. Yeah. What can you do? Ja, ich, ich sage immer, also, eben, Preis ist nice to have. Aber, aber nicht, also, eben, wie du es schon mal erwähnt hast, in unserem Business sind derartige Dinge schon cool, aber mhm. sie sagen nicht aus von in die Zukunft. Also sie bestimmen ja nichts, es seid ja gar nicht. Oder? Yeah. Ob du gewonnen hast oder nicht, yeah. trotzdem kannst du es mega weit schaffen oder gar nicht weit schaffen. Oder mit? Ja, ja, das sehe ich immer in Deutschland. In Deutschland gibt's, in Deutschland ist eh alles ein Wettbewerb. Yeah. Also weißt, jede normale Mix-Show ist noch ein Wettbewerb mhm. und so, oder? Und mhm. alles ist ein Battle und das mhm. und das. Mhm. Und durch das haben natürlich mit der Zeit Menschen, die in ein paar Jahre äh, unterwegs sind. Die haben alle dann so fünf bis zehn Preise. <lacht> <What>? <lacht> wow. Aber yeah. hey, was, also was bedeutet <laughs> das? Dann hast du dann ein, so, ein paar so Stempel auf dem Plakat. <lacht> <lacht> That's it. Yeah. Ich meine... Ich glaube, der einzige Vorteil von diesen Awards ähm, ist, dass sie mega hilfreich für die Promotion sein könnte. Für yeah. sie, oder für deine Show. Yeah. So wie die Gewinnerin oder der Gewinner, bla, 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 der schon mal hier und hier ist, kommt yeah. zu dir, zu deiner Stadt mhm. oder zu deinem Dorf. Yeah, das, yeah, yeah, yeah. no, das ist der einzige grosse Vorteil, den ich sehe. So. Oh. Ja, in den USA oh, und auch so äh, Großbritannien yeah. sind es ja auch TV-Credits. Ah ja, genau. Ja, ja, so, genau, auf einem Plakat steht dann irgendwie, äh, vielleicht steht Netflix, vielleicht steht auch einfach äh, der Russell Howard, äh, Russell yeah. Howard Hour. Äh, Obwohl äh, sie nur zwei Minuten live, Fame kriegen. Live hat the ja. Apollo. Äh, <laughs> ja, ja, ja. Und was auch immer, oder? Mm -hmm, das wird dann auch aufgelistet. Also, wenn, wenn das bei uns wird machen, mm -hmm. dann hast so ein paar TV Credits. Also aber. <laughs> B SRF, bei B, B. B, SRF 1, B. SRF 3, bei SRF. SRF 1 Radio. Ja, genau, genau. SRF 2 Fernsehen. Oh, und oh, auch bei RTS. Genau. Und YouTube. Ja, ja, auf Instagram. TikTok. Ja, voll, voll, nein. Ja, da du immer schon ein bisschen arbeiten. Ja, voll. Äh, und du spielst effektiv, du hast vorhin gesagt auf Spanisch, du, du spielst äh, in wie vielen Sprachen? Ähm, bis jetzt auf drei. Yeah. Ja. Ähm, ich habe einmal versucht auf Französisch zu machen, äh, Ich habe Ich hatte hab hab das Gefühl, gehabt, dass du noch Französisch gemacht hast, ja. In Genf, und es ist mega... Also dort habe ich realisiert, wie krass der Rösti Grabe eigentlich ist. <laughs> die Witze, die ich kann von den Schweizern yeah. ich habe gedacht, es, es sind Witze über die Schweizer, also yeah. werden sie mir auch checken als Schweizer Nein! Nein, erschienen hat sie gar nicht gecheckt. Und äh, ja, also die Witze, die ich habe über die Schweizer, sind über die deutsch-schweizer. Nicht le francophon, le Romande, uh -uh. Die haben gar nicht gecheckt über ich rede. Und ich weiß so wie, oh, bro. Ja, Aber dort merkst, merkst du auch, dass, dass, dass die ganze Humoreinflüsse ja von einer anderen Seite kommen. Also dass logischerweise bei der Roman mhm. effektiv französische Comedy ja. der Haupteinfluss ist. Bei uns war lang deutsche Comedy ja. der Haupteinfluss. Mhm, und, und erst jetzt wird da sich das auch so langsam ein bisschen globalisieren. Ja. Und das ist für das Humorverständnis ein Vorteil. Ich denke dann aber auch für, für das, ich sage jetzt mal, das lokale Business mhm. ist das wieder ein bisschen ein Nachteil, yeah. weil es also einfach mittlerweile können alle möglichen internationalen Acts können auch in die Schweiz kommen und ins Hallestadion <laughs> oder der Hall oder yeah. was weiß ich yeah. und das sind ja dann gleich immer wieder ein paar Tausend Leute wo sie in Comedy schauen, mhm. das gleiche wie in der Musik, oder? Yeah. im Hallestadion hast du konstant irgendwelche internationale Acts mm -hmm. und lokale, lokale Musikbands, <laughs> Musikerinnen, Musiker sind so, yeah. so äh, «Ja, wir okay. sind auch so kling, kling, kling», also, <laughs> <Ja>. das, <laughs> yeah. das finde ich schon noch spannend. Ja, nein, mega, mega spannend. Ich meine, darum, darum bin ich auch zum Teil so dankbar, dass ich in der Schweiz die Sprachdiversität so ja einfach existiert, oder mhm. will in Mexiko oder in Frankreich oder in Deutschland da ist alles nur auf eine Sprache oder yeah. aber hier auf der Zug oder in alle Produkte, so Lebensmittelprodukte statt alles auf alle vier Sprachen mhm. und äh, ja, das das finde ich auch mega cool, weil so kann ich miss mein, Deutsch und miss Französisch wie auch Italienisch einfach immer konstant in mein Leben haben davon lernen und eventuell versuchen, bessere Gags, bessere Blacks äh, auf äh, Französisch mal zu machen. Yeah. Ich, ich bin bei Lang aufgewachsen ah, und ich habe ha, also ha französische Moderationen früher gemacht, oh, wow. äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Diplom 4 oder irgend sowas moderieren musste. Und da haben sie gesagt, zweispruchig, weil es irgendwie ein Biel oder sowas. <laughs> yeah. ähm, aber Comedy habe ich mir nie Nie getraut, Französisch okay. zu machen, ja. weil, weil es, ist, es ist so eine andere Struktur. Es ist einfach komplett anders. Ja, es ja. ist wirklich, es ist, und für das ist denn für mich denke ich so der, der Aufwand, wo ich mir es betriebe, mhm. für das ich dann in der Spruch wahrscheinlich halb so lustig war wie wenn ich aber auf Schweizerdeutsch mhm. oder mittlerweile auch auf Hochdeutsch, mhm. wo aber auch der Wechsel ist viel größer, gesehen als ich hat. <laughs> ja. okay. Am Anfang denkst du ja logisch, ich logisch könnte dann einfach ja. Mhm. Mache ich das gleiche auf Hochdeutsch. Aha, oder? Aha, und? Nein. <laughs> Die Satzstruktur ist anders. Äh, ganz viele Wörter, wo einfach irgendwie, du brauchst ein anderes Wort dafür. Das heißt, mhm. du kannst nicht in deinem Kopf übersetzen. Du musst effektiv das Wort dafür finden, mhm. damit sie wissen, was du meinst. Oder? Ja, ja. Und es hört sich gar nicht so cool an. Nein, das also, ist weißt du, irgendwie, Irgendwie schon nur, äh, was ich gesehen sag mal irgendwie, Chauffeur, also Buschauffeur oder so, weißt du? Ja, ja Ticketkontrolleur. Genau, und all das Zeugs. Und irgendwie, ich, was habe ich immer gesagt? Aufs Mal, <laughs> oder? Sei das heißt, aufs ja. Mal, oder? <laughs> aufs Mal. Ja, gar nichts. Sieben Sachen aufs Mal. Ja. Ja. Und aufs Mal geht es nicht in Deutsch. Und Es sind alles so ganz kleine Sachen. Und du musst wirklich so, so ein bisschen reinkommen. Und ja. das andere ist dann das gleiche wie, wie du in Genf. Mhm. Du hast ja dann auch mega viel Material, wo einen lokalen Bezug hat. Das heisst nicht einmal, wir Schweizer sind so und so, mhm. aber du redest halt oft über Sachen, die in unserem Leben alltäglich sind, die mhm. aber in Deutschland schon nicht alltäglich sind, oder? Ja, yeah. und auch also, nicht in der Romandie. Nein! Und mit dem <laughs> yeah. Paradebeispiel gesehen, ich, ich habe einen Joke über Postleitzahlen gesehen, mhm. so, oder? Mhm, mh, mh. Und der funktioniert oft schon mal nicht, weil in, in Deutschland sind es fünf Ziffern für eine Postleitzahl. <laughs> yeah. in der Schweiz sind es vier, vier, oder? Yeah. Das gleiche yeah. mit Telefonnummern, die haben auch noch mal eine Zahl mehr und alles so mhm, Zeugs. Das sind alles nur noch die kleinen Sachen dazu. Mhm, äh, ich finde dann auch zum Beispiel Dialekt. Also, weißt du, wenn du dann irgendwie, du irgendwie im Schweizer Set machst, du irgendwie Ostschweizer Dialekt und machst irgendwie hier einen Zürcher Dialekt. Und irgendwie dort ist dann auch klar, für was das steht. Mhm. Und, und machst du mega bewusst äh, so den Unterschied, je nachdem, wo du auftrittst dass du dich einfach nein sondern effektiv wenn ich irgendwie ein äh, 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 Act out mache uh -huh. also zum Beispiel ich habe so eine Bitte über meinen Magen und den schwätze ich als mi Magen uh -huh. und mein Magen isch Ostschweizer. <laughs> das okay. habe ich auf den Schäde ah, so okay, oder okay, und der hat okay. immer so geredet mm, ja und so <laughs> sehr lustig und uh -huh. Und dann ist es dann auch schon wieder, okay, wenn du in Deutschland spielt dann ist das halt der Schweizer Dialekt, aber du willst ja nicht für fünf verschiedene Sachen immer den gleichen Dialekt nehmen und mm -hmm. alles dazu. So mm -hmm, mm -hmm, und darum habe ich gemerkt, das ist halt schon nur das, was für mich riesig war. Yeah. Auf ja. Englisch dann schon wieder weniger. Ich hatte das Gefühl, ich von Schweizerdeutsch auf Englisch ist wieder das wie einfacher. Weil du wirklich alles übersetzen mm -hmm. Und in dem Fall durch du eigentlich eben nicht mehr übersetzen, sondern du denkst dann in dieser Sprache. Aber von Schweizerdeutsch auf Deutsch ist der Unterschied zum Teil ja, nicht genug spannend. gross. Okay, yeah, dass du yeah, nicht mehr in dieser Spruch denkst und du bist yeah. eigentlich im Schweizer Set und bist dann auf Hochdeutsch. Schon mm -hmm. am Anfang das ist das mega Problem. Yeah. Also ironischerweise, obwohl Spanisch meine Muttersprache ist yeah. und ich auch Comedy auf Spanisch mache, fühle ich mich trotzdem am wohlsten, wenn ich Stand-Up-Comedy auf Englisch mache. Yeah. Weil ich einfach vor, es einfach von der Kultur und von der Sprache besser verstehe und besser anwenden kann, yeah. als jetzt auf Schweizerdeutsch oder auf andere Sprachen. Und yeah. äh, das finde ich einfach mega krass. oder Die Mexikanerin, die sich besser fühlt, selbstsicherer fühlt, wenn sie es auf Englisch macht, als auf ihre eigene Muttersprache. Aber es ist einfach so. Aber du hast du auch hast auf Englisch angefangen. Ja. Ich glaube, das macht so viel Lust. Ja, aus. definitiv. Was auch immer das Erste ist, mhm. was du machst, ist, ist dann halt so Homebase. Ja, yeah, the basic, the yeah. core. Ja, genau. Definitiv, definitiv, yeah. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt auf Spanisch spielst, mhm. Wenn du die Einzige bist, wo Spanisch. <laughs> sind Solo-Shows, oder was ist das? Um, also, ich, ich fange jetzt mal äh, mit open Mics Ja. Yeah. open wo ähm, einfach eine Mischung von Anfängern, aber auch professionelle Comedians so auftrittet. Yeah. Ähm, Und von wo sind denn die? Spannender ist, gibt es viele Schweizer Comedians, die es auch auf Spanisch äh, machen können. Oh, so. wieder Michel Kalt. Sie, sie hat auch bei no mir way. mal aufgetreten, auf yeah? Spanisch, ja, ja. Oder Michele Casanova, er ist aus Tessin, aber er hat auch Spanisch, also okay. hat er es auch mal versucht. Und uh, ja, so kommt es zusammen. Also sind ja erst zwei. Also ja. Okay, ich brauche nicht mehr, aber Du ja. machst Open Mic with zwei <lacht> <Lied>. <lacht> <lacht> mit zwei Liedern. Mit zwei professionellen Comedians und so. Ja, um, yeah, also die sind diejenigen, die mich jetzt gerade yeah, okay. im Sinn ja, kommen. Um, aber ja, also natürlich die, die am meisten macht, bin ich, oder am Ende des Tages, weil ich der ja. Host bin und äh, eigentlich der vorantreiben wird. Ähm, aber langsam haben mich schon mega viele Latinos so mal kontaktiert via Instagram so mhm. im Plan vor, hey. Ich mache genau das, was du machst, aber in Moskau oder in Berlin. Mm -hmm. Und sie kommen, Es ist schon. Also nächstes Jahr wird es ziemlich spannend sein für mich, weil ich Open Mike so in unterschiedlichen Orten der Schweiz machen werde und Comedians von Ausland so kommen werden. Und mit mir mal mit spielen auf Spanisch. Ja. Und dann gehst du auch auf Moskau ja. und, und Berlin, ja, das wäre der Plan. Das wäre das wär noch geil. ja. So, so, so hat es bei uns dann angefangen mit jetzt nicht Open Mics gesehen, sondern auf Mixed Shows. Ja. Und einfach in jeder Stadt von der Schweiz hat irgendjemand eine Mixed-Show gemacht mhm. und wir sind einfach bei uns gegenseitig auftreten. Mm. Ja? Also, ja, so Wir so. es an. Wir haben dann halt in Balz haben wir, haben wir, äh, haben wir unsere Show gemacht und dann hat es in äh, Luzern das Madeleine-Gar und in Zürich Zukunft mhm. und in Bern das Bonsoir und weißt du, überall ja. und äh, in Aarau Charlies Comedy Club <laughs> und, und dann im Kiff und dann hat mich halt oft so dann bin ich beim Charlie auftreten. und dann hat sich der Charlie bei mir auftreten. Und yeah. so. es ist halt so eine winzige Community yeah. dass man sich nach ein paar Monate einfach alle kennt und alle unterstützt und alle treten bei allem auf. Yeah. Ja. Ja. Ja, als du gesagt hast, dass es eine Warteliste gibt, oder von all den Comedians, die bei dir so es Feel Good Podcast mal aufnehmen, habe yeah. ich, ich mir gedacht, uh, wie sich draufkomme, uh, wird das mega lang brauchen, ja. oder? will in der Warteliste kommt auch Frank Richter wie dreimal vor, oder? Also habe ich gedacht, nein, also es wird. Ja, ja gut, dann Frage, Frage ist die Warteliste. <laughs> Frag ist best part, das ist separat. Ja, nein. Ähm. Hashtag Love äh, Frank ist einfach der Beste. Um, aber ja, nachher habe ich realisiert, hey, es gibt nur, also von der ganzen Schweizer Bevölkerung gibt es nur 0,0001% die Comedy machen. Das mhm. so. Ja, das ist krass. Da, da werde ich schon mal früher oder später mal hier sein. Logisch, <laughs> logisch, aber es äh, das ist, das ist mit so vielen Sachen so, wo ich dann so denke, äh, wenn wenn du dann anschaust, wie viele Leute das machen, ist es auf die Gesamtbevölkerung, ist es ein winziger Teil. Mhm. Aber es ist dann in, in dem Bereich, wo du es machst, ist es riesig. Also weißt du, <laughs> ja. wo, wo ich angefangen habe, hab ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, dass ich gesagt okay, momentan leben in der Schweiz 30 voll beruflich von Comedy. Mhm. Und das war vor, nicht, wie weiss nicht viele als mhm. ich das Assessment gemacht habe. Ja. Oder? Ja. Jetzt äh, sind es bald 30 schon nur im Bereich Stand-Up-Comedy. Du hast dann aber immer noch Musik-Comedy, mhm. du hast immer noch Zauberei, ja. du hast immer noch äh, Satire, Duos, ja. äh, Trios. Mhm. Äh, und, und danach hat merkst du, wenn du dann alle Leute nimmst, sind es mittlerweile hunderte. Yeah. und zwar wirklich 100 äh, die nicht ja. 100 irgendetwas sondern <laughs> eher drei vier 500 irgendetwas mm -hmm, mm -hmm. und Sie sind dann auch noch in verschiedenen Bereichen, so. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, ich, ich probiere alle Kraft zu werden und ich probiere wirklich alle äh, irgendwann einzuladen, Aber ich kann wirklich mal meine Liste zeigen. <laughs> es, ist, <laughs> es ist wirklich insane. Ja, crazy. Es ist insane und und Aber irgendwie cool. ja und, mm -hmm. es, und du merkst, wird das immer mehr passiert, oder? Und dann äh, nochmal und nochmal jemand und, und mm -hmm. irgendwie jetzt mal, wenn du an eine Open Mic gehst, hat es wo es zum ersten Mal macht und eine das letzte Mal, wo ich gesehen habe, mhm. ist ja Beruf auftrat, zum ersten Mal gemacht und du das ist aber mega gut. Also weißt, du, ja. es, es, yeah. es, es kann dann auch mega schnell mhm. gehen, mhm. dass es einfach mehr kommt und mehr kommt und mehr kommt. Und, äh, und ich merke schon, wenn ich wieder Überblick auch nicht mehr so habe. Früher hast du so gesehen, es gibt nur viel. ich habe, ich <laughs> habe <Zürich>. alle Menschen <laughs> kennt. ich habe genau gewusst, wer wer ist, oder? <laughs> yeah, yeah. Und wo das er, 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 erste Mal dann irgendwie in Deutschland jemand gesagt hat, äh, ah, ich habe öpper jemanden kennengelernt aus der Schweiz, wo jetzt gerade am Open Mic ist, so und so. Und ich so, okay. kenne ich nicht. Ja. Dramatic noise. Ja, mega weird. Also okay. weißt du, das dann einfach. Äh, es wird dann grösser als, als die Perception. Weißt du, was mm -hmm. ich meine? Mm -hmm. Ja, du bist halt einer der Pioniere. So würde, würde ich so the, nicht sagen. Die so Originals said, sind jetzt langsamer, aber I, sicher. I, ich ich würde nicht sagen, so sagen. Pionier, sondern, sondern eher so the Class of Early 2010er Jahre. So yeah. Wir sind so, okay. so diese Stufe gesehen. Mm. Und dort ist ein großer Teil von Leuten, die jetzt irgendwie in der Szene äh, an einem gewissen Punkt sind, mm -hmm. sind mm -hmm. dort so am Entstehen yeah. gesehen. Yeah. Aber, aber man muss dann ehrlich sein, Zuccolini hat es schon also wenn ich jetzt nur Stand-Up sagt ah, ja. mhm. Zuccolini, äh, Unterrecker hat zwar mehr Parodie gemacht, hat aber auch Stand-Up gemacht, mhm. Helga Schneider äh, hat es hat, äh, auch schon sehr, sehr erfolgreich gemacht, Rob mhm. hat zwar Physical Bits drin gehabt, hat aber auch Stand-Up-Teile gehabt, äh, Elsner... Ich vergesse ganz viel, ich weiß es gibt <laughs> Landolt, äh, Midi Cote, also weißt du, ja, es hat jetzt schon... Ja, aber sagen wir es mal so... Ja. Javi Garcia... Ah, ja, hab und äh, Und ist schon nur dort, jetzt habe ich zehn aufgezählt, oder? Ja, ja. So, und jetzt, weißt du, es sind zehn jeden Monat, mhm. gefühlt. <laughs> ja, ja. Und es wird immer mehr Leute kommen. Wie, 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 wie ist es für dich eigentlich als Comedian, so als professioneller Comedian... Ähm, der richtige Mindset mal zu haben. Für mich als Newcomer ist es immer so, ah, ich finde es noch schwierig, mich äh, mal zu vergleichen oder nicht zu vergleichen. Yeah. Wie, 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 sie, wie siehst du, wie siehst es, du das? Das Vergleich aufgehört. Ja, yeah, okay, cool. Das, äh, yeah. Ohne Scheiß. Uh -huh. Das macht so viel mm. will äh, Jetzt gibt es ein altes Chase the dream, not the competition. Ja. Mm. Yeah. Und, und ich denke immer, jeder Mensch ist auf dem eigenen Weg. Und natürlich hat man extrem viele Weg die sich kürzen, wo man auch zum Teil zusammen ein Stück weit geht, mhm. wo wirklich lang kann sagen ah, wir sagen, sind, wir sind ziemlich im gleichen Boot. Mhm. Aber es nimmt immer einen anderen Turn. Yeah. Weil die Weg ist trotzdem ein anderer. Dieser yeah. Weg ist ein komplett eigener. Yeah. Und, und es gibt keinen kein richtigen Moment für irgendetwas. Mhm. Sondern mein Mindset und da hat wirklich alles verändert sind so zwei Grundregeln, die ich gesagt okay, habe. Yeah. Ähm, das erste ist, es ist für nüt zu, äh, zu Sport, sondern es ist immer zu früh. Mhm. wenn überhaupt. Okay. Und das ist zum Beispiel etwas, wo mir extrem gelockert hat, wo ich eben so, was du jetzt gerade vorher gesagt hast mhm. wegen äh, der Warteliste vom Feelgood Podcast, oder je später du in deinem Podcast bist, desto besser. Also das meine ich ernsthaft Und das ja. habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Jacobo Müller ist damals die grosse Sendung gewesen, oder? SRF, äh, Late Night Show. Und sie haben immer eine Performance Part, hatte, wo jemand cool und auftreten ist. Oder? Ah, das habe ich zum Beispiel, sorry, Hazel Brucker habe ich vergessen. Ja. Obviously ist ja ein Stand-up mhm. gemacht. Mhm. Wo, wo, ich, wo ich angefangen habe. Mhm. Oder? Ähm, und die treten das alle auf. Bussi auch, hat dort jemand angefangen. Und dann habe ich am Tag, wo ich angefangen habe mit Stand-Up, habe ich gefunden, ah, jetzt kann ich ja mit Jakob um mich auftreten. Ich mache jetzt Stand-Up, oder? Ja. Und die haben dann zu Recht, mega lang, vergleichsweise drei Jahre oder so, haben sie gewartet, mit mir zu buchen. Und zwar bei dem Moment, wo sie gefunden haben, okay, jetzt, ja. Jetzt ist er ja riff genug. Ja, yeah. und ich wünschte, gut, das ich gibt es nicht mehr, aber ich wünschte, es wäre noch mal drei Jahre später gewesen, mittlerweile, oder? Weil ich sehe den Auftritt dort und sage, pff, so viel, was ich anders würde machen würde und mm -hmm. Zeugs und Sachen. Mm -hmm. und, äh, und das hat mir wirklich dort geholfen, dass der, der damalige Produzent von Jakob Müller, der Peter Janniger, mir das so gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du, die Leute haben immer das Gefühl, wenn sie bei uns auftreten, haben das alle gesehen und dann geht es ab. Oder? Ja. Aber wenn man nicht gut gesehen ist, haben das auch alle gesehen. <laughs> ja. Und dann hast du gerade drei bis fünf Jahre länger, mm. weil die Leute zuerst mal das aus dem Hirn kriegen, dass du dort nicht gut bist. Ja. Das ja. da ertappe ich mir jetzt noch, wenn ich an einem Open Mic bin mhm. und ich sehe jemanden und die Person hat keine Ahnung. Sachen getestet. Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das ist meine letzte Erinnerung. Und dann sehe ich die Person zwei Jahre später, bevor sie auftritt, denke ich so ganz ein bisschen, yeah. <laughs> He bombed last time. Yeah. Glaub nicht. Und es ist Killer. <laughs> yeah. Und ich denke immer wieder, ah, löst dich äh. von der Mindset, yeah. dass schon nur so Zeugs kann passieren kann. Yeah. Und dann habe ich gemerkt, bei ganz vielen Sachen, die ich gekriegt habe, habe ich immer so gedacht, ah, krass, wenn ich schon nur äh, vor einem Jahr mhm. jetzt da gehabt hat das war nicht so gut gelaufen wie heute und das ist das erste gesehen, wo mir mega geholfen hat und das zweite, ist alles, wo ich sehe alles, was ich mache, ist nicht der mega ähm, Breakthrough-Moment. Ich habe immer gedacht, hey, wenn ich das mache, dann schlotze ich. Wenn ich das mache, dann schlotze sie Und mit der Zeit merkst, nein, das ist nicht so, mhm. sondern alles, was ich mache, ist ein Backstein für das Haus, das ich baue. Und es ist immer noch ein Backstein. Und je mehr Backsteine du hast, desto mehr Foundation hast du irgendwann. Mittlerweile, ich mache es vollberuflich. Das heisst, ich kann in deinem Haus wohnen. Mhm. Ich habe einen Stock. <laughs> so, zweieinhalb Zimmer, genau. aber. Mit, 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 mit einer Decke und mit, mit Fenster und Türen und alles. <laughs> okay. Aber ich kann nochmal einen Stock dazu haben, ich kann nochmal Stock dazu haben. Mm. So. Oh, wow. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die mir extrem geholfen haben. Ja. Weil man am Anfang auch immer das Gefühl hat, hm. ich bei dir sicher auch so, gesehen. am Anfang hast du so viele Firsts mhm. und das ist immer ein Breakthrough. <laughs> ja. Jeder First ist ein fucking Breakthrough. Mhm. Eben erste Fernsehsendung. Oh mein Gott, oder? Ja. Das erste Mal, dass mir jemand zahlt für einen Auftritt. Boah! Das erste Mal, dass ich von öpper Fremdem angefragt werde für das. Mhm. Dass ich von einer Firma angefragt werde für einen Privatauftritt. Ja. Das ist alles First, oder? Mhm. Das heißt in deinen ersten ein, zwei, drei Jahren passiert so viel. Zum ersten Mal, ja. Und dass du das Gefühl hast, wow, das geht immer so weiter. <laughs> Aber, nein. Aber wenn das mal passiert ist, dann bist du sehr, sehr lang in so einer Zwischenwelt. Und dort ist, ist die Motivation, im Kopf richtig anzukriegen, ist mm. eigentlich die härteste Task. Mm. Und das habe ich zum Beispiel. Mein drittes Programm k Und ich weiß noch, vom ersten zum zweiten ist ein mega Sprung passiert. Dann habe ich gedacht, vom zweiten zum dritten passiert auch wieder der mega Sprung. Ja. Und es ist ein kleiner Sprung passiert. Und schon nur das ist eigentlich mega geil. Aber will mein Mindset den ein anderer gesehen ist, bin ich so gesehen: Fuck, was soll das? Wieso <laughs> habe ich nur zehn, mehr, zehn Leute mehr in Baden? Ich ja. bin in einer Solo-Show. Dass überhaupt Menschen an eine Solo-Show kommen, Plan ich dann völlig aus. Und dort und hat äh, ein guter Freund von mir, der jetzt immer noch mit Tourbooking macht, Claudio, der hat dann mal, wo wir im Auto gesessen sind, gesagt, also das allererste Mal, du lebst davor. Und ich so, ja, yeah, stimmt eigentlich. <laughs> das ist schon der größte Erfolg an sich irgendwie. Und mein Vater hat auch mal gesagt, und ich habe gesagt, ah, Baden, ich bleibe immer bei dem Beispiel Baden, weil es <laughs> halt nur Zahl Leute, <laughs> ja. Leute mehr, Baden sind nur Zahl Leute mehr als letztes Mal. Ja. Und da hat mein Vater gesagt, das hätte aber anders tönt wo du 16 gesehen bist und ich dich gefragt habe was du willst werden, weil das bin ich in der Schule mega scheiße gewesen, und ist gesehen und sie du was machen wir mit dem, was man mit dem Dude? Ähm, und ich döte gesagt habe, ich will in irgendeiner Art und Weise auf der Bühne stehen und Leute unterhalten und ob 300 oder 300 ist mir egal und dann das hat mich erinnert. Ah okay. und, und man muss dann ich denke dann immer, das habe ich jetzt auch gemacht bei dem Post, wo ich so denkt, wow, vor zwei Jahren habe ich meinen ersten Auftritt gehabt. Man muss dann ab und zu mit dem freundlichen Ich reden yeah. und zu so sagen, schau mal, mal, wenn die Person dort wüsste, dass du jetzt da bist, dass die Person die gleiche Person ist, wo jetzt da ist, dann war sie außer sich. Die war so voller Freude. Mhm. Yeah. und man darf dann schließe den Kreis und man darf drum nicht vergleichen, weil du dich eigentlich immer dein Innere mit dem Äußeren von jemand anderem vergleichen. Yeah. Das heißt, du vergleichst dann, ebe, die Person hat so und so viel Tickets mehr verkauft, aber in der Person sieht es wahrscheinlich genau gleich aus wie bei dir, mhm. weil die Person schaut wieder bei jemand anderem wo seid, oh, aber bei Person hat wieder mehr Tickets mhm. und in Deutschland hat man das mega geholfen, weil in Deutschland ist so viel von denen Leuten. so viel und sie sind einfach von Anfang an unhappy. <laughs> sie fühlen mit ihrer Karriere an, sie können sie können irgendwie eine Tour machen und was weiß ich und sie sind trotzdem schon unhappy, weil sie so in diesem Competition Drive mhm. sind und das konstante Vergleichen mhm. und und ich denke dann so, hey das ist ja dein Weg. Schau du einfach, dass du Spass hast auf dem. Weil was auch immer du jagst, mhm. was du auch immer du chasest, entweder erreichst du es und bist dann unhappy, weil du nicht weißt, was nachher mhm. zu oder du erreichst es gar nie. Und dann bist du konstant am Jagen und am Jagen für kein glückliches Ergebnis. Mhm. Und wenn du merkst, dass einfach das Jetzt das Geile ist, dass einfach das Jetzt der Shit ist, was auch immer du machst, dann bist du auch wirklich happy und dann bist du zufrieden, oder? Und das finde ich das auch immer cool, mit, mit Leuten zu reden, die irgendwie in, in einem anderen Stadium sind, wo irgendwie frisch angefangen haben, oder was weiß ich. Die Freude, die der Cenk hatte, wo er zum ersten Mal Geld hat für einen Auftritt das will ich nie mehr vergessen. Yeah. Der, der hat so Freude gehabt. Und also, Ich kann es nicht glauben, dass ich das, was ich immer wollte machen, dass mir jemand Geld gibt für das. Weißt? Yeah. Und, und, eben, und die Leute sind dann oft mega verloren nach ein paar Jahren, dass sie alles als selbstverständlich angesehen mm -hmm. anstatt wie eben nochmal mit dem alten Ich zu reden und zu sagen: Schau mal, mal, wo du bis jetzt schon bist mm -hmm. und wo du noch kannst gehen kannst Aber es ist ja nicht linear, es geht nicht immer offen. Und das beste Programm heißt nicht, dass es das erfolgreichste ist, sondern man muss in dem eigenen Häusle, wo man gebaut hat, wie auch immer, muss man halt einfach happy sein. Weil wie ja. groß das dann ist, ist, ist eigentlich nicht, nicht wichtig, sondern das, dass du in dem bist, ist wichtig, oder? Mhm. Und ich finde es halt immer noch ein bisschen schwierig, oder? Die, die Balance zu finden, oder? Weil einerseits solltest du mega ist also mega dankbar dass es überhaupt Aha. so weit gekommen ist, oder wie bis jetzt, so mit eigenen Solo-Shows und Programmen und, und all der Art Zugs. Gleichzeitig aber ähm, musst du auch je mehr Erfahrung auch deine Standards ein bisschen erhöhen, oder? Aha. Also der Balance zwischen den zwei Dingen mal zu finde find ich immer so ja. eine Kunst. Ja. Äh, Was was ich jetzt aber alles gesagt habe, kann mhm. ich nicht auf den kreativen Teil. Mhm. Äh, Gezogen, mhm. sondern effektiv auf den Business-Aspekt. Business. Ja, ja. ja. Weil mhm. beim kreativen Teil finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man nicht sich nicht anfängt ausruhen, mhm. oder? Mhm. Weil auch das habe ich in Deutschland schon oft gesehen, Menschen, die seit 20 Jahren die gleichen Sets spielen. muss mal vorstellen, <laughs> ja, das, das ist doppelt so lange, als ich jetzt spiele. Das heisst, 10 Jahre bevor ich angefangen habe, haben die ein Set kreiert und sie spielen jetzt ich dann das gleiche Set. Lassen. Und es funktioniert. Aber, man entwickelt genau, sich nicht. es wird nicht ja. besser. Mhm. Mhm. Und, äh, und ich glaube, kreativ muss man sich schon immer pushen. Und man mhm. darf aber auch nicht... Zufriedenheit heisst nicht, dass man keine Ehrgeiz mehr hat. Das, das finde ich immer wichtig. Mhm. Weil das, ich dann, wo ich dann den Switch gemacht habe, habe ich das fast zu fest gehabt. du, das dann halt einfach so... Hey, cool, jetzt gehen wir da hin. Und es kommen 40 Leute, voll geil. Und dann hat es irgendwie so... Ein Jahr später, meine damalige Freundin hat mir so ein bisschen geholfen mit, mit, äh, mit Promotion und so. Und dann sagt sie, äh, wie viel ist das verkauft? Und ich sage, weißt im 45, super, oder? Und sie, ja, aber es hat 100 Platz. Und ich, ja. Ich ja, muss noch ein bisschen mehr gehen. Und dann hat sie irgendwie Gas gegangen, dann hat da Promotion, bla bla und, und Medien. Äh, und dann ist es ausverkauft gewesen. Und dann müsste, ah, okay. Also mhm. nur einfach nur auf, nur auf, umlegen und sagen, hey, ist cool, dass wir das machen. Das bringt es auch nicht, oder? Ja. Das heißt, die Balance zu finden, das stimmt schon. Ja, voll. Aber das Mindset kann trotzdem das sein. Mhm, definitiv. Ja gut. Also für alle Newcomers lasst wirklich diese Episode weil ne? der Rat, den jetzt gehst. <laughs> das finde ich geil. Dass das sagst, <laughs> loset die Episode. Muss <laughs> ich hoffentlich schon am losen Nein, ja, <laughs> ja. Ja, Nein, nein, aber da, der, der der Rat und der Mindset finde ich mega hilfreich, oder? Will, ja, also ich habe auch mega viele also nicht mega viele, aber schon äh, ein paar Leute mal tropfen, oder die mit Stand-Up-Comedy hend wollen anfangen mhm. und sie einfach später aufgehört haben nach dem ersten Bombing, mhm. weil es einfach zu, zu viel Tension gibt manchmal. oder vor äh, ich will besser sie als der äh, und äh, hoffentlich äh, lachen sie bei mir mehr als bei den anderen und yeah. all der Art von Zeugs so Aber, aber den, den, ist eh nicht, den ist eh nicht für dich. Ja. Comedy ist kein Wettbewerb. Mhm. Es wird ganz um Wettbewerb gemacht, aber es ist kein Wettbewerb. Mhm. Äh, es, es gibt es gibt äh, es gibt so ein südafrikanisches. Äh, man kann nicht mal sagen Mantra, sondern es ist wirklich ein Lebenswiese, wo wo Nelson Mandela auch den hat nach der Apartheid. Äh, das heißt Ubuntu. Mhm. Und Ubuntu heißt eigentlich, ich kann nur so gut sein wie du bist mhm. als Mensch. Mit anderen Menschen in meinem Wesen. Äh, und das ist, es ist im Sport ist das dann angewendet worden, für Teams. Äh, es gibt, gibt ein Doku über, über Basketball, äh, Boston Celtics im NBA, wo so absolute Alpha-Superstars zusammen in einem Team sind. Und wie schafft man es trotzdem, dass die dann können Pokal gewinnen können? Und, und ich sehe, Comedy als genau das Gleiche. Dass wenn man eine Mixed-Show hat, dann geht es nicht darum, dass ich härter Kill als die Person. Und äh, das ist, in Deutschland hörst du das so oft. So. Einmal zu mir kommen, gesagt. Sie haben bei mir Mal geklatscht. Probier das zu toppen. <laughs> so, und ich ja, denk, ja. so, wie geil ist dass sie auf dem Schluss insgesamt über alle 30 Mal klatscht haben und schöne schönen <laughs> haben haben. Ja, ja. Und mir auch, statt dass, statt, dass du jetzt Backstage die Backstage zu los und Oh, haben Sie jetzt schon mal Schickt zwei Minuten, yeah. oh, mm, Schafft es, schafft es zu schafft es nicht zu Was weiß ich. Yeah. Und ich habe es gerade überlegt, ich weiß nicht einmal mehr, <laughs> ob es yeah. mehr oder weniger gesehen sind. Und es ist auch nicht wichtig. Nein. Yeah. I, don't, I don't give a fuck. <laughs> und, 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 und ich finde eben das im eigentlich eine mega schöne mm. Herangehensweise äh, für das. Mm. Oder? Nämlich, das Ziel ist ja schlussendlich, dass Menschen kommen, die geniessen können, mhm. live, dass sie ein tolles Erlebnis haben, dass es eine Connection gibt. Mhm. Und die kann es zwischen den Leuten auf der Bühne und dem Publikum gehen, die kann es aber auch untereinander geben. Mhm. Und äh, da habe ich mich auch irgendwann, habe ich so gemerkt, Ah, Zeit lang habe ich mega viele Mixed Shows gespielt und da habe ich während der Mixed Show, ich hatte auf der Set gehabt, 20 Minuten oder was auch immer, mhm. und ich habe meinen Laptop mitgenommen und habe gewusst, ah, ich kann ein bisschen arbeiten, und dann mache ich noch ein paar Mails und solche Sachen. Und dann habe ich so gemerkt, nein, Sch schmeiß, schmeiß den Laptop weg, ich tue jetzt nicht nur Podcast schneiden oder irgendetwas, sondern wir sind jetzt zusammen da. Also yeah. jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein gemeinsames Erlebnis. Mm -hmm. oder? Ein, bisschen, mm -hmm. ein bisschen mehr das Immersive yeah. zusammen. Mehr präsent sein. ja. Yeah. Mm -hmm. Und, und aber das hilft dann auch wieder anderen Leuten und es hilft dann auch mir. Weil irgendwie, wenn ich dann auftrete und irgendwie alle sind disconnected, mm -hmm. dann habe ich auch weniger Spaß. Yeah. Oder? Und, und mhm. ich finde es viel geiler, wenn ich dann von der Bühne komme und jemand seit Wow, was du dort gemacht hast, ist quasi nur für die Comedians gesehen. Wir haben es mega lustig gefunden. Und umgekehrt. Und mhm. das ist eigentlich das, was ich immer so denke: Shit, ich, ich muss ja eigentlich probieren, mein möglichst Beste zu sein. Aber nicht zum anderen schlechter zu machen, sondern damit die auch ja, ja. das möglichst ja. Beste sind. Wenn jemand besser ist an mir oben als ich, dann kann ich das nur nutzen, um zu sagen: Ah, da geht noch mehr. Aber nicht, shit, ich will besser sein als die Person. Ja. Yeah. Yeah. Weil aber es geht gar nicht. Wie willst du das messen? Und mm -hmm. das ist dumm. Mm -hmm. Es ist nicht, wer rennt am schnellsten 100 Meter. Ja. Ja. Ja, Ubuntu, oder? Mm -hmm. Ubuntu, Hakuna Matata. Ja, yeah, man kann. Man kann Ubuntu, Entschuldigung. Ah. Ubuntu. Ah, okay. Ubuntu. Okay, okay. cool, cool interesting Ja, nein, also dann denke ich, weiß ich schon, wieso du dich immer noch nicht entschieden hast, mal in Deutschland, so um dort als Comedian zu sein? Also, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Nein, muss hast muss, schon, muss man schon Muss man ah, schon ehrlich okay. sein. Ähm, Weil ich meine, du hast die Frisur, du hast den Charakter, die <laughs> Charme. Also ich, has, hätte, ich glaube, du hättest es schon geschafft, oder? Ich habe es mal angeschaut <laughs> und, und äh, ich habe ein paar, paar Sachen äh, probiert, aber es ist, es ist eigentlich ein Fulltime-Entscheid. Mhm. Für mich. Andere können das besser handeln. Mhm. Ähm, aber du musst wie einen Fokus auf etwas setzen. Und ich habe ich ha meinen Fokus auf die Schweiz gesetzt. Weil eine Zeit lang habe ich so gesagt, ich mache dann noch Englisch und dann mhm. ganz fringe ja. und die Sache. Sachen. Ja. Und, und ich habe dann auch gemerkt, das ist irgendwie nicht fair, zum Beispiel meiner Agentur damals gegenüber. Weil die arbeiten mega hart und viel für mich. Mhm und denken sich dann, warum machen wir das, für dass er dann irgendwie da in Deutschland auch von da wo wir nichts davon haben, mm -hmm. weil das ist wieder ein anderer Businessbereich und dann hat er was, jetzt will er noch auf Englisch machen, mm -hmm. aber gleichzeitig sollen wir eine Tour buchen für ihn äh, mm -hmm. in der Schweiz und, also na, weißt na, so. Na. Ja. Ähm, ja, gut. Mhm. habe ich so gemerkt, du musst so den Fokus auf etwas legen und in Deutschland spiele ich einfach wirklich nur Fun-Gigs und Fun-Gigs sind für mich äh, ich, ich reise einmal an und ich habe möglichst viele Shows hintereinander. Mhm. Also nicht nur für Eigentum. Ähm, ich nehme auch so oft wie möglich nur der Zug. Und dann bist du halt in Berlin. Dann sagst du, sieben Stunden mit Verspätung, neun Stunden. <laughs> okay. Ein Weg, für das den einen Auftritt hast, das bringt es nicht. Nee. Oder? Und der Quatsch Comedy Club ist perfekt für das. Der Quatsch Comedy Club macht mehrere Shows hintereinander. Mhm, mh. Und, äh, und Fernsehsachen ab und zu sind auch noch easy. Aber es, es, ist, es ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Komfort in mir, mhm. wo seit sagt, das Schöne ist, in der Schweiz bin ich an die oben, auch wenn es eins oder zwei am Morgen ist, bin ich wieder daheim. Ja. Yeah. Und in, der, in Deutschland bist du dann jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Stunden unterwegs, pensioniert in einem komischen Hotel, wo Veranstalter für dich bucht hat. Und. Äh, es also, ja, ist nicht das Glück. Yeah. <laughs> ich, ich bin ein Fan von Lebensqualität. Oh, <laughs> yeah, und yeah. und, und, yeah. und äh, ja. Und ja, in der Schweiz ist die Lebensqualität wahnsinnig hoch. Es ist, wir, wir, wir sind es ist crazy. so glücklich. Wir yeah. sind so glücklich, dass wir hier da leben. Definitiv. Und, äh, ja, das <laughs> wollte ich auch ein bisschen Ja, definitiv. Nein, aber die Schweiz ist schon die Ausnahme, glaube ich. Es ist so krass, wie hoch die Lebensqualität ist. Weil mhm. ich will alle in den Medien sagen, immer so von der Seite von Amerika, oder? So wie Deutschland, Frankreich, wow, mega hohe Lebensqualität, weiß ich was. Aber nachher, nachdem du in der Schweiz gelebt hast, mhm. ist es so wie, um, also, ich kann es besser. Yeah. Weißt du, so eine sübere Straße, oder noch mehr... So einfach hohe Qualität äh, in allem. In der Luft, in, in, der, in der ÖV, einfach in allem ja. ist die Schweiz schon. Aber ich, ich, ich verstand natürlich, äh, der, der einzige Aspekt, den die Schweiz nicht hat, und das ist dann ein Vorteil von, von Deutschland äh, mhm. oder von Frankreich oder so, dass, dass du Witte äh, hast. Also, du kannst natürlich, äh, meine Mutter wohnt zum Beispiel in Frankreich, in der Vogese, und die haben Platz. Ja. Yeah, also weißt, mm -hmm, mm -hmm. die haben Platz, die haben Weite, mm -hmm. äh, durch das ist das Klima dort auch recht gut mm -hmm. und, äh, und dort verstand ich schon der Aspekt. Aber es hat dann auch mehr einen Aspekt von off the grid wohnen, oder? Das <laughs> yeah. heisst, wenn, wenn du willst in einer, in einer tollen Stadt wohnen, ich bin super happy, mm -hmm. dass ich zwischen Basel und Zürich mich bewege mm -hmm. und ich sage, yes. <laughs> so, <weißt? lacht> yeah, yeah, yeah. Und äh, darum, ich verstand gewisse Seiten verstanden, ich schon den Aspekt. Aber, mhm. aber wenn es denn um, um ein bisschen Globales geht wie äh, Sozialsystem und. Äh, ja, und alles andere. <laughs> wir sind Comedians, wir können es jetzt nicht so alle Finanz, Ebene von der Gesellschaft. Nein, schon aber, klar, ja, aber ja, ja, ja ich äh, weiß, was du meinst. Dann, ja. dann logisch, ja. Mhm, mh. Definitiv. Ja. ja, gut Ubuntu. U Ubuntu. In, in, in welchem Stadium bist du jetzt, wenn du vor dem Mindset hast, äh, mhm, hast? Oder? Mhm, also, mhm. du hast den Preis äh, gewonnen. 2021. Ja. Ich äh, kann lügen, was ich nicht online gesehen habe. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja 2021. Und jetzt, jetzt hast du einen Plan für nächstes Jahr mit, mhm. mit den spanischen Shows. Mhm. Ähm, äh, es, hast, hast du effektiv schon eine Solo-Show? Äh, nein, eben nicht. Ja. ja. Ja, aber aber ich habe äh, mir mal vorgenommen, oder dass ich die nächsten paar Jahre, so äh, die nächsten zwei, drei Jahre mich einfach so, ja, irgendwie meine eigene Ausbildung mal machen. Yeah. wo ich nur Teste schreibe, 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 lerne, mhm. mich beeinflussen lassen von verschiedenen äh, Künstlern, Comedians oder einfach von der Welt, oder was ist alles so geschieht. Yeah. Und erst dann als Graduation-Job so habe ich mal das Ziel, ein Solo-Programm mhm. zu machen. Voll. Mhm. Das wird das Ziel. Ja. Ich merke gerade für mich, es gibt eine Ausnahme, wo ich sage, es ist nicht zu früh. Äh, <laughs> es, ist, es, ist <laughs> es ist nicht spät, äh, sondern äh, zu früh. Beim einem Solo-Programm denke ich, es kann nie zu früh sein, weil es kann immer eins danach kommen. Schon? Sure. Ja. Ah okay. Das, das denke ich immer. Schon. Sure. Um. Aber hat yeah. eben damit zu tun, dass ich mit einem Solo-Programm angefangen habe. Mm -hmm. Aber der ganze Prozess, der dort nochmal passiert, dass du mehr als fünf Minuten oder zehn Minuten zusammensetzt, mm -hmm. sondern mehr Dramaturgie aufbaust, mm -hmm. hilft dann auch wieder für kürzere Sachen. Und also, ja, es yeah. befruchtet sich immer gegenseitig, yeah. oder? Yeah. Und auch also meine persönliche Erfahrung, auch in drei Jahren hast du nicht das Gefühl, jetzt habe ich alle Tools, um es zu machen. Ja gut, ja. Vielleicht verschiebe ich es einfach so. Es ist immer so die grösste Hürde, oder? Ja, weil, weil, ja. weil es fühlt sich dann nochmal mehr als. Es fühlt sich wie das nächste Niveau an. Genau, als, Real als, Shit oder? ja Also nicht nur eine halbe Stunde, sondern wirklich eine Stunde mhm. mindestens mhm. vor, vor einer Show mal zu, äh, zu schreiben. Um, aber ja I I will see I'll see I'll see yeah. also ich bin halt in diesem Stadium oder wo ich merke okay ich habe ziemlich gut angefangen mhm. oder mit 10 Minuten, Minuten, 20 Minuten und all der Art von Zeugs um, aber jetzt ist die Frage ja wie intensiv muss ich schaffen damit ich dann es zu die gute eine Stunde machen kann von yeah. Comedy ja yeah. und um, ja ich habe mir einfach als Deadline drei Jahre ge mhm. aber wenn, ja, wenn du, jetzt, dass du es erwähnst, eigentlich könnte ich jedes Jahr ein Programm machen mhm. und von jedem Programm einfach etwas dazu lernen. Ja. Absolut. Ja. For. Absolut. Und da es, wenn das Programm fe fertig ist, ist mhm. es ja eh nicht fertig. <laughs> ja. Sondern du hast auf der Deadline mit den vier ist zum ersten Mal auf. Mhm. Und das Programm kann sich auch noch so fest verändern. Mhm. Ähm, weil auch dort, man hat, man hat alles in der Hand. Also man kann selber wählen. Ja. Und mhm. mein erstes Programm habe ich viermal gespielt. und habe ich gesagt, okay, kreative Herausforderung, ich schmeiße das jetzt weg und mache ein neues. Aber man hat auch können das mhm. deutlich überarbeiten. Und das war auch ein spannender Prozess. Gewesen. Und man hat auch viel gelernt, mhm. wie kann man etwas, das schon besteht, irgendwie mhm. nochmal besser machen kann. Ja. Und, ja. und ich hatte dort das Gefühl, ich nehme die einfache Route, indem ich sage, ich tue lieber von null auf etwas Neues schreiben. <laughs> okay. Gerne. Aber jetzt äh, sind Menschen auch völlig unterschiedlich. Ja, voll. Und du als äh, professioneller Comedian, ähm, wie viele Stunde am Tag schreibst du eigentlich, oder? <lacht> <lacht> oder? Keine. Keine. Okay, okay. Weil das ist auch etwas, das ich mega spannend finde, oder? Es gibt Comedians, die nur fünf Minuten pro Tag so etwas schreiben, es gibt die, die sich wirklich mindestens eine Stunde yeah. pro yeah. Tag um um zu schreiben. Yeah. Und da, äh, eben, das Vergleich kommt jetzt immer wieder, oder? Wie mir als Newcomer, so wie, oh, wie, 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 wie diszipliniert sollte ich eigentlich sein und wie sollte diese Disziplin aus, auch im Alltag aussehen? Yeah. Was, was für dich stimmt? Also yeah. weißt du, äh, ich, ich, ich bin der Überzeugung davon, dass wenn man eher aufs Schreiben konzentriert ist und vom Schreiben Sachen entstehen, mhm. dass man sicher viel schreiben sollte. Mhm. Äh, ich, ich bin mehr äh, improvisierend mit dem Rücken zur Wand lasse ich Sachen entstehen. Mhm. Also ich, ich, mich, ich, ich bin nie gut gesehen in Proben, auch wenn ich Schauspieler gesehen bin und so, sondern ich brauche, immer, ich brauche immer den Druck und die effektive Realsituation. Und dann kann das Zeug entstehen. Das heißt mhm. das Einzige, was ich schreibe, sind wirklich Ideen. Mhm. Ich schreibe nicht wirklich aus oder so, sondern der Kopf wird sich irgendwann daran, dass alles etwas könnte sein. Mhm, mh. Es könnte etwas werden. So. Und, und dann kommt eigentlich mehr der Prozess, dass dann eben bei einem Open Mic oder so sagst, okay, jetzt nehmen wir mal das. Mhm. Und das ist ein Wort. Und dann gehst du auf die Bühne mit dem und danach schaust du, was da entsteht. Mhm. Und was zum Beispiel das letzte Mal passiert ist, ich kann vom einen zum nächsten wechseln und habe in dem dazwischen aber eine Geschichte erzählt, wo ich nie gedacht habe, dass ich sie jemals auf der Bühne erzähle. Mhm. Wo ich nie gedacht habe, das könnte überhaupt etwas für die Bühne sein. Aber ich habe es in dem Moment irgendwie gemacht und es hat funktioniert. Mhm. Und jetzt bin ich auf einmal so: Ah, das ist jetzt so ein kleiner Golden Nugget, den ich gefunden habe. Mhm. Da tun wir jetzt einmal. <laughs> Dann wir jetzt mal das Beste daraus machen schmelzen ja. und probiere irgendein ein Schmuckstück aus dem zu kriegen oder? Ah, also okay. darum ja. ist, ich ich denke da immer wirklich was für einen selber am meisten hilft oder? Mhm. das heißt von, von dem was du gefragt hast mit mit Ziel wo man sich setzt mhm. könnte es eher sein ich will bis dann und dann will ich fünf Minuten haben wo ich sage die sind das Shit yeah. Yeah. und bis dann und dann wo die Grohmaterial, so und so viel haben, dass ich kann sagen kann, ich kann das dann zusammen tun in 40 Minuten Set. Oder du weißt so, Zeugs. Mm -hmm, yeah. aber wie viel du dann effektiv für das musst schreiben, yeah. ähm, ist, ist, ist so ja. unterschiedlich, oder? Yeah. Eben, Jerry Seinfeld schreibt jeden Tag 4 Stunden oder so. Yeah. Ja, ja, eben. Und das Darum ist, frage ich. Und das so. ist B, man muss wirklich zum Sihirni auf Dinge fresh zu und was weiß ich. Mm -hmm, und und, mm -hmm. und andere wie Ahnung, Chris Rock und bla und bla <laughs> gehen mehr auf die Bühne. Oder das Bradebeispiel ist ja immer gesehen, Chappelle, wo in die sechs Stunden Sets macht. <laughs> ja. Einfach. Whatever, einfach irgendetwas. Irgendetwas. Und so funktioniert es. Aber, ja. aber es ist auch schreiben, weil es ist einfach auf der Bühne schreiben. <lacht> <lacht> Aber es ist das Gleiche. Die Hirn, du aktivierst die Hirne mhm. mit probieren, möglichst lustige, kreative Sachen rauszukriegen. Mhm. Mhm. Und, und mit der Zeit gewöhnt sich das Hirn auch an das. Halt einfach, du bist halt einfach immer so am so fassen. Mhm. Und mir hat es geholfen, dass ich nicht mehr einen anderen Job hatte, weil ich dann eben gemerkt habe, ah, jetzt ist wirklich mein Job. Vom Moment, als ich aufstand, bis ich schlofe Und während ich schlafe, im Unterbewusstsein auch, denkt immer an irgendetwas. Oder? Mhm. Mhm. Und äh, ich finde das auch also schön am Beruf Comedy. Dass ich sechs Leute auf und alle haben einen komplett anderen Prozess. Ja. Komplett. komplett ja. Und man findet, man findet mit der Zeit da, wo einem am meisten hilft und wo einem am meisten weiterbringt. Mhm. Und. Äh, es geht, es geht kein Richtig oder Falsch, es gibt nur das, was für einem selber stimmt. Mhm. So. Mhm. Hast du am Anfang deiner Karriere so als professioneller Comedian ähm, versucht... Es immer professioneller Comedian. Professionell. <laughs> ich, ich will es einfach sagen, weil so, es hört sich so geil an, professioneller Comedian. Yeah. <laughs> Um, Will ich finde es eben als größter Erfolg ever davon le leben zu können in der Schweiz vor allem yeah. <laughs> der, der nicht gerade der billigste Land ist auf der Welt um, äh, ja einfach hast du am Anfang versucht äh, deine Idols mal nachzuahmen oder nicht wirklich so Impressions und er hat zu machen Nee, äh, also noch nog machen sicher is zeker niet. Ik heb het gevoel dat ze aan de begin het stärker sind. natuurlijk veel sterker zijn. Ik zie dat bij de die, die nu drie, vier jaar onderweg zijn. Mm -hmm. ähm, Ik hoor in zijn Teil sehr welke veel comedien. Nu äh, da mm het -hmm. quasi draus ich hab, was ich gemerkt habe, ist hab zum Beispiel Ricky Gervais ist damals äh, äh, ein großen Einfluss gesehen mhm. und das wollte ich auch machen Jim Jeffries so, so, yeah, so edgy dark humor yeah, edgy dark yeah. humor und äh, schreiben kann ich und, und ich es auch gern ähm, für andere oder mal roast weil es ist klar es ist klar abgesteckt mhm. oder aber selber, ich habe mich so unwohl gefühlt mhm. ich, ich, ich habe gemerkt das entspricht mir nicht das mhm. zu machen auf der Bühne mhm. und und dann habe ich es ja. also da habe ich gemerkt das ist das, das bin ich mhm. so nur mhm. weil mir das gefällt es geht es geht super äh, softy Songwriter wo Heavy Metallose also weißt du <laughs> Mhm. Weil, weil eine äh, äh, super Jazzsängerin ist, äh, heisst es nicht, dass sie keinen Schlag hören kann. Und keine Ahnung, was Ja, nein, oder? ich weiß genau, was du meinst. Und, ja. und dort habe ich dann so gemerkt, ah, okay, ich auf der Bühne, so bin ich, ja, das bin nicht ich, mhm, das, das mhm. geht nicht, ich kann nicht so Zeugs bringen. Mhm. Ich fühle mich nicht wohl. Ja. Und dann geht es nicht. Ja. Und, äh, und darum, das ist so das Einzige, was ich noch Nachmachung gemacht habe. Was ich, was ich aber schon sehr klar merke, ist, wenn ich so eine Hauptinfluence habe, mhm. ist wahrscheinlich schon Russell Howard, mhm. wo ich so merke, okay, ich, 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 sehe, das, ich sehe das schon, mhm. ich sehe das schon viel, wo, wo mir vor allem damals irgendwie so. Eben so ein bisschen Russell Howard so aus mir gesprochen hat. So, aber mhm, mh. ähm, mit der Zeit findet man halt mehr, so es ist eigene Ding und und spürt eben ein bisschen mehr was was mir selber ist, sozusagen. Yeah. Und das finde ich halt auch mega spannend, oder zu finde aber erst mit der Zeit, yeah. so, wer du eigentlich bist auf yeah. der Bühne, weil wenn du vergleichst, so auch Jim Gaffigan, ganz mhm. am Anfang, hätte er ganz anders, eine ganz andere Persona okay, als mhm. jetzt, oder Sam Morial und all diese Comedians, oder, und... Ich finde es faszinierend, John Mulaney, yeah. der, der John Mulaney ist, ist jetzt der, äh, so, so eine... So eine klar spürbare Figur und äh, persona und am Anfang wenn irgendwie mit Jeans und, und, ja. und Poloshirt auftreten ist so das die einfach, Stimme ja. ist anders gesehen ist ja. das einfach noch nicht gesehen oder? Mhm, und äh, ich, ich, ich denke in der Musik ist es genau das gleiche in der Musik hast du dann auch Leute wo was Drake zum Beispiel mhm. Drake, habe ich immer so gedacht, warum findet alle so gut? <laughs> yeah. Ich bin mir so sicher. Also yeah, okay, yeah. okay, ja ja. Okay. Und, und mittlerweile finde ich Drake super geil, <laughs> weil der halt eben etwas Eigenes kreiert hat. Es yeah. ist so völlig klar, was der Drake macht, ist, mm -hmm. ist ah, so. Yeah, yeah. In dem ganzen äh, Ding in wo sich also ich auch mir so ist dann irgendwie so völlig spürbar. Rausgekommen, wieder, was auch immer das ist, oder? Yeah, yeah. Und jetzt da hast du wieder ganz viele Leute, die das wie noch machen, mm -hmm. wo es dann nicht so funktioniert, bis sie dann selber ihr eigene Ding finden. Yeah. Und ich glaube, das ist ein normaler kreativer Prozess, mm. dass du, du irgendjemand anfängst, eine nah zu nehmen, bis du dann dir sicher bist, was deine eigene. Ding wird mm. wie du bist es nie fertig sondern yeah, yeah. es geht konstant weiter und yeah. ich jetzt so nach der, der dekade bin ich so am punkt wo ich so finde okay aber das definitiv ist es auch nicht nein das ist das ist nicht fertig mm. das ist Krass. definitiv nicht fertig yeah. so ja. ja, das heißt, in den nächsten drei Jahren äh, gibt es ein Solo-Programm für dich. Mhm, mhm. Mh. Definitiv. Hoffentlich definitiv. früher Wirst Willst du es dann auch mehrsprachig machen? Äh, ja, definitiv. Also, nein, ich würde mich so mehr auf äh, Comedy auf Schweizer Deutsch mal fokussieren, yeah. fürs Solo-Programm. Ja. Yeah. Und man kann ja nicht alles übersetzen oder übertragen. Mhm. Aber ja, also, dass ich mehrere Shows, so Solo-Shows auf unterschiedliche Sprachen machen werde, das definitiv. Mhm. Nice. Ja, yeah, let's see. Und was so ist sonst noch geplant? Ich meine, Musik machst du ja noch? Ja, Musik, also es ist so vieles geplant. Ähm, ich habe mit Poetry Slams mal angefangen. Ah, mega. cool. Äh, so, let's see, äh, wie, was draus wird. Yeah. Ähm, bis jetzt in den Poetry Slams ist mein erfolgreichster Text ein Text, wo ich mich als Comedian über die Slam-Poets lustig mache. Sehr süß, ne? ähm, yeah. Aber ja, ich hoffentlich kann ich mehr, mehr so. Dichterisch irgendetwas erfinden und äh, nein, aber also mein Fokus und erste Priorität wird immer Comedy sein und äh, das Ziel ist es ähm, so gut zu werden, dass ich eben nur, nicht nur Local Jokes erzähle, sondern auch mhm. alles was ich schreibe irgendwie universell ist, mhm. damit ich auch in Spanien oder Frankreich oder Deutschland auch mhm. auftreten kann und ähm, Natürlich äh, United Kingdom auch, Großbritannien. Und äh, ja, mit Musik kann äh, ich erst dieses Jahr angefangen. erstmal yeah. mal ernst. <laughs> Oder bis, bis jetzt ist es immer das Hobby. Gsi. Aber äh, im Oktober habe ich meinen ersten Single mal veröffentlicht. Also habe ich jetzt äh, wieder andere Musiker mal getroffen, mit denen ich Collaborations machen werde. Mhm. Und äh, ja, das ist irgendwie... Der Plan für den Moment, wenn Corona oder die Pandemie mich irgendetwas gebracht hätte, ist, dass man auch nicht mega im Voraus planen oder einfach ja. so, was wird man machen für das nächste Jahr, für die nächsten zwei, drei mhm. Jahre und dann, let's see how it goes. Yeah. Absolut. Es mhm. besteht immer aus Improvisation. <laughs> ja? ja? ja, ja. Also eine Karriere, das Leben an sich, mhm. es, es ist nie so, wie man plant. <laughs> und Nein, hätte ich das gewusst als Klassenschreiber, hätte ich mir gar nicht so viel Mühe gemacht. In der Schule. <lacht> <lacht> Dass ich so enden würde als Kellnerin und Comedian, das, das habe ich nie erwartet. Aber so ist es schon. Es ist mega geil Das ist ja. Learning von diesem Podcast. Man muss sich in der Schule gar nicht so festmieren. Überhaupt nicht. Es hat gar keinen Wert. Das die, die, die die, die School-System ist einfach ja gebrochen. Genau. Es, es bringt nichts. <lacht> <lacht> Wir als Comedian sagen das voll. voll. Das, das äh, wahrscheinlich das Schlusswort von diesem Podcast. Mhm. Äh, ich freue mich mega fest auf alles, was von dir kommt. Vielen Dank. Und ich, äh, ich, ich, ich finde deine Personality großartig. Ah, oh, thank you very much. <laughs> Doch, wirklich, es ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Sonnenstrahl in, in, in der Schweiz und in unserer Szene. Drum, äh, vielen Dank, dir. Und äh, wirklich ganz viel Erfolg. Danke vielmals, Joel. All the best. Vielen Dank, Christoph. Und äh, bis bald. Tschüss. Sub indo by broth3rmax